Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 66, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde, Abstimmung im Bundesrat über sichere Herkunftsstaaten verschoben. Regierung Bouffier muss endlich Farbe bekennen. Drucksache 19/3505. Als erstes hat das Wort Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Frage der Flüchtlingssituation in unserem Land, wie Deutschland damit umgeht, ist eines der politischen Themen der letzten Monate, des letzten Jahres gewesen, was viele Menschen umgetrieben hat, viele Menschen besorgt gemacht hat und was auf der anderen Seite aber auch durch die viele ehrenamtliche Hilfe auch ein Signal war, wie Deutschland mit Menschen, die aus einer Krisensituation umgeht, und zwar gut umgeht. Der Ministerpräsident, meine Damen und Herren, hat recht, wenn er sagt, die Einigung beim Asylpaket 2 im Januar war ein wichtiges Signal für die Handlungsfähigkeit der Politik. Er hat deshalb recht, weil er aus meiner Sicht die Sorgen in der Bevölkerung ernst genommen hat, dass Politik – und jetzt sind wir offen – auch der deutsche Innenminister dieser Frage nicht optimal gehandelt hat, als die Menschen nach Deutschland kamen, die Ämter in Deutschland, gerade das Bundesamt für Flüchtlinge, massiv überfordert waren bei der Frage, dass diejenigen, die keinen Anspruch haben, hier zu bleiben, die keinen Anspruch haben, dass wir ihnen helfen, frühzeitig zurückgeführt werden und dass das System, die Verwaltung wirklich noch funktionierten, dass er da gesagt hat, ja, wir müssen bei der Frage vorankommen. Und ich sage mal, gerade nach den Ereignissen von Köln gab es parteiübergreifend Einigkeit, dass endlich etwas geschehen muss. Parteisprecher aller Parteien, ich habe die Zitate hier, haben geschworen, so etwas darf nicht wieder vorkommen. Und das Asylpaket 2 war ein Stück Antwort auf diese Debatte. Ob es immer die richtige Lösung ist, ob es nicht auch ein Stück Placebo ist, und deshalb will ich auch die Argumente der GRÜNEN ernst nehmen in dieser Frage, darüber kann man diskutieren. Ich glaube schon, dass die Frage, wo liegt wirklich das Problem, auch die Debatte über die sicheren Herkunftsländer, nur ein kleiner Mosaikstein ist in einer Lösung. Und wenn die GRÜNEN kritisieren, es ist nicht der große Wurf, dann glaube ich, haben die GRÜNEN recht. Aber ich sage auch an dieser Stelle, mir uns ist wichtig, dass der Ministerpräsident zum Schluss recht behält bei der Frage, ist Politik noch handlungsfähig? Zweitens, dass wir ein Signal an die Menschen, die aus Tunesien, Marokko und Algerien kommen, senden, der Weg lohnt sich nicht. Und dass wir drittens, meine Damen und Herren, solche Themen in Deutschland nicht zerreden, wenn sie auf der Tagesordnung sind. Kollege Wintermeyer, doch, es machen Menschen, weil wenn seit Januar bekannt ist, dass dieses Thema ein wesentlicher Teil dieses Asylpakets 2 ist, und wir im Juni wieder von dieser Landesregierung hören, man würde die Debatte um die Frage der sicheren Herkunftsländer noch einmal 3 Wochen bis zum nächsten Bundesrat schieben, damit man sorgfältig entscheiden könnte, meine Damen und Herren, dann führen Sie die Menschen an der Nase herum, und Sie zeigen eben nicht, dass Politik handlungsfähig ist. Sie zeigen bei dieser Frage das Gegenteil. Die Maghreb-Staaten, die uns die negativen Bilder hauptsächlich bei dem Thema Köln beschert haben, zeichnen sich durch eine hohe Kriminalitätsquote aus, durch eine extrem geringe Anerkennungsquote und eine auch leider sehr geringe Rückführungsquote. 2015 sind nur 135 Menschen aus diesen Ländern zurückgeführt worden. Ich sage das einmal auch aus dem Grund, ich glaube, dass wir die Solidarität in diesem Land sich mit den Menschen beschäftigen muss, die wirklich unsere Hilfe brauchen, ob sie aus Syrien, aus dem Irak, aus Eritrea kommen, die brauchen unsere Hilfe. Und deshalb müssen wir auch differenzieren, Frau Kollegin Wissler, bei der Frage, wer nicht unsere Hilfe braucht. Ich glaube, dass es aber auch richtig ist, mit dem Modell der sicheren Herkunftsländer klarzumachen, wir schaffen damit nicht das Asylrecht ab. Die Frage von individueller Verfolgung, ob religiös, ob sexuell oder auch politisch, wird mit diesem Konzept nicht kaputt gemacht. Und das ist uns als Liberalen auch wichtig, dass wir an dieser Stelle stehen, Herr Kollege Schaus. Aber wissen Sie, wir wollen uns halt in dieser Frage nicht wegdrücken. Und deshalb, meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, es kommt auf Sie und Hessen an. Es kommt auf die 5 Stimmen unseres Landes an, nachdem Herr Kretschmann anscheinend mit seinem grünen, mit seinem schwarzen Koalitionspartner oder die Schwarzen mit ihrem grünen Koalitionspartner in der Lage waren, ihre Zustimmung im Bundesrat in dieser Frage zu signalisieren. Und ich sage mal, eine Koalition wie die in Hessen, die zwar keine gemeinsame Überzeugung hat,
sich aber gemeinsam vorgenommen hat, Macht auszuüben, meine Damen und Herren, die tut vielleicht den beiden Parteien gut, aber sie tut zum Schluss den Bürgern in unserem Land nicht gut. Und darum muss es gehen. Politik muss sich erst nach dem richten, was Menschen wollen, und nicht sozusagen, was Parteien für richtig halten. Und deshalb hat sich die CDU ja vor den Landtagswahlen bei dieser Frage massiv um das Thema drumherum gedrückt. Wir haben ja auch hier leider gemerkt, dass Sie versucht haben, dem Thema auszuweichen. Ich kann das verstehen. In Koalitionen weiß jeder, ist eine Meinungsbildung nicht immer einfach. Aber bei dieser Kernfrage, die der Ministerpräsident selber zu einer der wesentlichen Fragen in der deutschen Politik im Januar erklärt hat, meine Damen und Herren, lassen wir sie nicht mehr aus der Verantwortung. Wir wollen wissen, gemeinsam mit den Bürgern in diesem Land, kommen die sicheren Herkunftsländer oder war es nur ein Placebo, um Menschen vor Wahlen ruhigzustellen seitens der CDU? Das, meine Damen und Herren, wäre ein fatales Signal für die Bürger in unserem Land. Und deshalb sage ich zum Schluss, Herr Ministerpräsident, dieser Landtag hat eine klare Mehrheit für Ihre Position. Kollegen der CDU, Kollegen der Sozialdemokratie und die Freien Demokraten sind für das Konzept, ich kann ja die Anträge sehen, der sicheren Herkunftsländer. Sie sind nicht die sozusagen als Allheilmittel, aber sie sind eine Antwort in einer schwierigen Debatte. Und ich glaube, meine Damen und Herren, dass das Land Hessen sich auch an einer solchen breiten Landtagsmehrheit orientieren sollte, wenn es in die Abstimmung im Bundesrat geht. Wir werden, meine Damen und Herren, weiter zum Ministerpräsidenten in dieser Position stehen. Ich hoffe, die Union und seine eigene Partei steht genauso zu seiner Position wie die Freien Demokraten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Es spricht als Nächstes der Fraktionsvorsitzende BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Herr Abg. Wagner. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Rentsch, Sie haben recht. Politik muss Handlungsfähigkeit zeigen in Fragen der Flüchtlingspolitik. Aber, Herr Kollege Rentsch, das Handeln muss auch Sinn machen, Herr Kollege Rentsch, und das muss auch verantwortbar sein. Und deshalb war ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie im ersten Teil Ihrer Rede durchaus zur Sache gesprochen haben und durchaus über die schwierigen Abwägungen gesprochen haben, um die es bei diesem Thema geht. Leider haben Sie es im zweiten Teil Ihrer Rede dann wieder auf irgendwelche Koalitionsarithmete reduziert, Herr Kollege Rentsch. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Menschen, die hier Schutz haben wollen. Es geht um schnelle Asylverfahren, aber nicht um die billige parteipolitische Münze, die Sie hier heute machen. Es war eine verantwortliche Entscheidung, Herr Kollege Rentsch, dass die Ministerpräsidenten aller Bundesländer letzte Woche gesagt haben, lasst uns bei dem Thema noch einmal inhaltlich in die Tiefe gehen. Lasst uns dieses Thema vertagen. Lasst uns dieses Gesetz, das auf dem Tisch liegt, nicht beschließen. Das war eine verantwortliche, das war eine richtige Entscheidung, Herr Kollege Rentsch. Und natürlich beklage ich mit Ihnen, dass die Bundesregierung nicht vorher das Gespräch mit den Bundesländern gesucht hat, dass man sich nicht vorher um eine Einigung bemüht hat. Aber, Herr Kollege Rentsch, das kann doch jetzt nicht der Grund dafür sein, dass wir eine suboptimale oder aus grüner Sicht eine falsche Lösung beschließen. Das kann doch nicht wirklich die Antwort sein. Worum geht es in der Sache? Wenn wir über die Sache sprechen, dann geht es um das Konstrukt der sicheren Herkunftsländer. Und, meine Damen und Herren, dieses Konstrukt der sicheren Herkunftsländer ist in der Konzeption falsch. Warum ist es falsch? Weil das Konstrukt der sicheren Herkunftsländer eine Aussage macht über die Sicherheitslage in den Herkunftsländern, nämlich dass sie angeblich sicher sind. Und worum es aber eigentlich gehen müsste, ist nicht ein Urteil über die Lage in den Herkunftsländern, sondern es muss gehen über eine Aussage über das Verwaltungsverfahren in Deutschland. Und dass die sicheren Herkunftsländer diese beiden Fragen so falsch verknüpfen, das ist der Grund, warum wir vertiefend über die Sache reden müssen, meine Damen und Herren. Weil es muss doch im Interesse von uns allen sein. Es muss im Interesse von uns allen sein, dass jeder Mensch, der in seinem Heimatland verfolgt wird, bei uns Schutz genießt. So steht das bei uns im Grundgesetz. Politisch Verfolgte genießen Asyl. Und wir müssen alles daran setzen, dass uns niemand durch die Lappen geht, dass keiner durch den Rost fällt. Und da helfen pauschale Einteilungen von Ländern eben nichts. Deshalb ist dieses Konstrukt falsch, meine Damen und Herren. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen,
dass wir schnelle Verfahren brauchen in Deutschland. Schnelle Verfahren brauchen für die Menschen, die anerkannt werden und schnell Klarheit brauchen, aber natürlich auch für die Menschen, die zu uns gekommen sind, aus durchaus auch nachvollziehbaren Gründen, aber die dann kein Anrecht auf Asyl haben. Und darum geht es in der Debatte. Das ist der Kern. Die einen sorgen sich, und das ist ja keine parteipolitische Debatte, es ist eine gesellschaftliche Debatte, die einen sorgen sich darum, wie kann für jeden Mensch, für jeden Einzelnen sichergestellt sein, dass, wenn er verfolgt wird, dass er trotzdem Asyl bekommt. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die anderen in unserer Gesellschaft sorgen sich ebenfalls zu Recht. Wie können wir die Verfahren so gestalten, dass sie schnell genug sind, dass wir tatsächlich auch Kapazitäten haben, um uns um die wirklich Schutzbedürftigen zu kümmern? Das sind die zwei Pole der Debatte. Und wenn es um die Sache geht und nicht um Symbolpolitik und nicht um Populismus, dann kann man diese beiden Pole der Debatte zusammenführen. Und genau das haben die Ministerpräsidenten jetzt beschlossen, dass wir uns ein paar Wochen Zeit geben, um diese beiden Pole zusammenzuführen. Das ist doch eine verantwortliche Entscheidung, die hier getroffen wurde. Und Herr Kollege Rentsch, ich sage Ihnen, ich finde es ausdrücklich gut, dass es diese hessische Landesregierung war, dass es diese Koalition war, die gesagt hat, lasst uns endlich über die Sache reden, die ganz wesentlich der Ministerpräsident persönlich seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir in dieser Frage jetzt über die Sache reden. Das ist Handlungsfähigkeit, Herr Kollege Rentsch. Also lassen Sie das ganze Parteipolitische weg, mit dem der Ministerpräsident müsste sich durchsetzen gegenüber dem Koalitionspartner. Herr Kollege Rentsch, das mag ja bei Ihnen so gewesen sein, dass man nicht über die Sache geredet hat, sondern dass Sie sich immer haben überstimmen lassen. Das sagt mehr über Sie als über uns. Der Weg dieser Koalition ist, wir wollen eine sachgerechte Lösung finden, die den Menschen, die Schutz brauchen, Schutz gewährt und gleichzeitig dafür sorgt, schnelle Verfahren zu bekommen. Und das geht ohne das Konstrukt der sicheren Herkunftsstaaten. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als nächstes hat sich gemeldet der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Kollege Boddenberg. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Einige der Kollegen Abgeordneten des Hessischen Landtags waren gestern Abend bei der Veranstaltung Thomas Morus. Ich finde, wir haben dort zwei sehr bemerkenswerte Reden gehört. Die eine, das war das Grußwort des Kultusministers, das etwas ausführlicher geraten ist. Aber ich glaube, das war geboten. Das war sehr geboten, weil der Kultusminister über Barmherzigkeit gesprochen hat, über Gewissensfragen gesprochen hat, aus theologischer, auch aus rechtspolitischer oder rechtlicher Sicht. Und das Zweite war der Vortrag von Herrn Prof. Bude aus Kassel, dem man jetzt nicht inhaltlich in jedem Punkt zustimmen muss, der aber darüber gesprochen hat, was in dieser Gesellschaft in diesen Tagen los ist, also über, er hat das so genannt, einen Teil unserer Gesellschaft gesprochen hat, die er die Verbitterte nennt. Warum spreche ich das zu Beginn an? Ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Dimension des Problems, über das wir auch heute hier zu reden haben, nämlich, dass es einerseits selbstverständlich so sein muss, und das ist nicht nur, weil es in der Verfassung steht oder weil es in Flüchtlingskonventionen steht, dass wir Menschen helfen müssen. Auf der anderen Seite aber auch wissen müssen, dass es Teile unserer Gesellschaft gibt, die damit Sorgen verbinden. Auf der anderen Seite wiederum auch viele gibt, die dem Bundespräsidenten zugestimmt haben, der am 3. Oktober gesagt hat, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Ich glaube, das ist genau die richtige Beschreibung dessen, was dieses Land und die Menschen in unserem Land umtreibt. Und zwischen diesem Spagat bewegen wir uns. Und ich finde, Kollege Wagner hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es in der Frage der Deklaration sicherer Herkunftsländer unterschiedliche Grundauffassungen gibt. Die sind ausführlich beschrieben worden, das will ich nicht wiederholen, aber eben halt auch die Chance gibt, jetzt diese beiden Pole zueinander zu führen. Und zudem gehört denn auch, Herr Rentsch hat das teilweise angesprochen, dass man sich doch noch einmal vergegenwärtigen muss, was passiert denn eigentlich im Falle einer solchen Deklaration rein rechtlich.
Wir haben zum einen seit 1996 schon das Karlsruher Urteil gehabt, das grundsätzlich sagt, dass das, was dort im Asylgesetz passiert und auch im Grundgesetz verankert ist, verfassungskonform ist. Aber wir müssen den Menschen heute doch viel mehr sagen. Wir müssen ihnen sagen, das setzt nicht das Asylverfahren aus. Es beschleunigt das Asylverfahren. Es führt dazu, dass die Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge in einer Woche prüfen soll und dann auch eine Abschiebeandrohung erfolgt, die wiederum in einer Woche vollzogen werden kann. Das ist das, was die Menschen erwarten. Und ich sage nicht nur die Menschen hier in unserem Land, sondern auch die Menschen, die zu uns kommen, die doch Sicherheit oder Gewissheit brauchen, ob sie eine Bleibeperspektive haben oder nicht. Deswegen gibt es dort aus meiner Sicht gar keinen Widerspruch. Und ich will auch noch einmal sagen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist bis jetzt in der Debatte auch kaum vorgekommen. Die Bundesregierung ist per Gesetz im Asylgesetz § 29 geregelt verpflichtet, alle zwei Jahre zu berichten über den Status in diesen Ländern. Und insofern wird es im Oktober, das steht konkret als Datum im Gesetz 2017, einen solchen Bericht geben. Ich will nur damit sagen und will ansatzweise versuchen, Brücken zu bauen zwischen diesen beiden Positionen. Und ich will noch einmal ausdrücklich sagen, ich habe sehr viel Verständnis für diese grüne Position. Und es gibt viele gute Gründe, sie zu haben. Aber es gibt eben halt auch viele gute Gründe, dass wir den Menschen sagen müssen, dass wir aus diesen beiden Positionen am Ende etwas Vernünftiges, Gemeinsames herstellen. Und dazu braucht es dann Zeit. Und dazu braucht es viel Kraft, aber auch den Mut, den Menschen einmal zu sagen, dass manche Dinge eben halt auch Zeit brauchen. Und, lieber Herr Kollege Rentsch, ich will schon auch noch darauf hinweisen, ich habe ja nun dieses Geschäft ein paar Jahre gemacht, wie Sie wissen, in Berlin im Bundesrat. Es ist ja nicht so untypisch, dass sich Koalitionen enthalten. Das ist ja zwischen uns denn hin und wieder auch der Fall gewesen. Ich erspare Ihnen Einzelheiten, die kann ich Ihnen gerne in einem Privatissimi noch einmal sagen. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Kollegen, da gibt es Landesregierungen, die mittlerweile wieder mit der Beteiligung der FDP in diesen Prozess eingebunden sind. Ich habe bis heute jedenfalls keine Zeile gelesen, dass Herr Wissing mit der Beendigung der Koalition in Rheinland-Pfalz gedroht hat, falls die Ministerpräsidentin im Bundesrat nicht zustimmt. Also bitte, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen wir darüber noch ein paar Wochen intensiv reden. Aber lassen wir bitte, und das ist mein letzter Punkt, in diesen Tagen dringend erforderlich, den Menschen auch einmal sagen, dass wir viel erreicht haben, im Bund wie auch im Hessen, mit dem Aktionsplan in Hessen, aber auch im Bund, beispielsweise der Gesetzgeber in einem föderalen System, finde ich nicht so ganz selbstverständlich, in wenigen Wochen das Aufenthaltsrecht verändert hat nach den Ereignissen in Köln. Das können und sollten wir hin und wieder noch einmal den Menschen sagen, apropos funktionstüchtiger und konsequenter Staat. Und wir müssen den Menschen auch sagen, dass die Wege lang sind, aber dass wir schrittweise vorangekommen. Das beginnt mit der Schließung der Balkanrouten. Da weiß ich, gibt es auch dort unterschiedliche Auffassungen, sogar innerhalb der Union. Aber auch die Bundeskanzlerin sagt, es hat zumindest einmal dazu geführt, dass wir ein bisschen Atem holen konnten. Um an anderer Stelle, beispielsweise mit der Türkei und anderen in Nordafrika, weiter in Verhandlungen zu treten, um am Ende eine Struktur und eine Ordnung in diese schwierige Situation zu bekommen, von der ich sage, wir müssen den Menschen sagen, wir stellen diese Ordnung her, wir sind große Schritte vorangekommen, auch wenn es im einen oder anderen Punkt einmal Streit gibt. Lieber Herr Kollege Rentsch, das muss die Botschaft in diesen Tagen sein und nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen bei denen, die seit Monaten davon profitieren, dass sie glauben, dass es besser ist, dass man Ängste schürt. Wir müssen den Menschen sagen, sie leben in einem sicheren Land, in dem Ordnungsprinzipien gelten, in dem Staatsbürgerrechte sehr klar definiert sind und die Frage, wer zu. Herr Kollege, Sie müssen dringend zum Ende kommen. Aber bei dem die Mitmenschlichkeit und die Humanität auch ihren Platz haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Als nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Innerhalb weniger Monate hat das deutsche Asylrecht die größten Verschärfungen seit über 20 Jahren erlebt. Mit beschleunigten Asylverfahren, verschärfter Residenzpflicht und Abschiebungen trotz Traumata setzte die Bundesregierung im Anti-Asyl-Paket II rechtspopulistische Forderungen in geltendes Recht um. Die geplante erneute Erweiterung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländer ist ein weiterer Frontalangriff auf das Asylrecht. Und deshalb fordern wir die GRÜNEN auf, dieses Vorhaben im Bundesrat zu stoppen. Ein Blick in den Jahresbericht von Amnesty International reicht aus, um zu erkennen, dass es ein Hohn ist,
Algerien, Marokko und Tunesien als sicher einzustufen, angesichts der zahlreichen dokumentierten Menschenrechtsverletzungen. Über Marokko schreibt Amnesty International, ich zitiere, Schläge, Sauerstoffentzug, simuliertes Ertränken, psychische und sexuelle Gewalt. Das sind nur einige der Foltermethoden, die marokkanische Sicherheitsbehörden einsetzen, um Geständnisse zu erzwingen oder um Aktivisten und Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Und dahin wollen sie Flüchtlinge allen Ernstes zurückschicken. In allen drei Ländern wird gefoltert. In allen drei Ländern werden Homosexuelle strafrechtlich verfolgt und inhaftiert und Frauenrechte missachtet. Meine Damen und Herren, wer solche Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, der legitimiert doch geradezu solche Menschenrechtsverletzungen, der ermutigt diese Regime und der fällt der Opposition in diesen Ländern in den Rücken. Pro Asyl, die evangelische Kirche und das Kommissariat der deutschen Bischöfe sind auch der Überzeugung, dass die Maghreb-Staaten keine sicheren Herkunftsstaaten sind. Und sie fordern den Bundesrat auf, den Gesetzentwurf abzulehnen, weil er rechtswidrig ist und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts widerspricht. Pro Asyl stellt fest, die Bundesregierung gefährdet das Leben von Schutzbedürftigen. Und wir müssen uns doch die Frage stellen, was bedeutet das denn, wenn diese drei Staaten als sichere Herkunftsstaaten anerkannt sind? Es hätte verheerende Folgen für Asylsuchende. Statt einer fairen und gründlichen Prüfung ihrer Fluchtgründe würde ihr Antrag in einem Schnellverfahren abgewiesen. Es bedeutet, dass sie in Sondereinrichtungen untergebracht werden, dass sie komplett von Integrationsmaßnahmen ausgeschlossen sind. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten widerspricht dem Grundprinzip des Asylrechts, nämlich der individuellen Prüfung. Flüchtlinge werden einer kaum zu bewältigenden Beweislast ausgesetzt nach dem Prinzip im Zweifel gegen den Schutzsuchenden. Wie soll denn bitte jemand, der vor Folter geflüchtet ist, der monatelang unterwegs war, der über das Mittelmeer geflüchtet ist, wie soll denn der bitte nachweisen, dass er gefoltert wurde, als ob Folterungen amtlich bescheinigt würden? Und was kommt als Nächstes? Die CSU fordert ja jetzt schon, Mali zum sicheren Herkunftsstaat zu machen. Meine Damen und Herren, wir setzen uns ein für sichere Fluchtwege, für menschenwürdige Aufnahmen und für faire Asylverfahren. Es kann nicht sein, dass eine reiche Volkswirtschaft wie Deutschland, Herr Boddenberg, überfordert ist mit der Aufnahme der Flüchtlinge, wenn andere, viel ärmere Länder viel mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und ich finde es auch zynisch zu sagen, Deutschland kann Luft holen, weil die Westbalkanroute geschlossen ist. Wenn man die Bilder sieht, wie Schwangere dort im Dreck leben, finde ich das eine zynische Aussage, dass Deutschland hier Luft holen könnte. Was die Große Koalition macht, ist durch dauernde Asylrechtsverschärfungen der AfD hinterherzuhächeln. Aber ich sage Ihnen, damit gräbt man AfD und Pegida nicht das Wasser ab. Damit macht man sie erst stark, damit ermutigt man sie. Und ein Bundesinnenminister, der Ärzten vorwirft, dass sie falsche Atteste ausstellen würden, um Abschiebungen zu verhindern, der mit ausgedachten Statistiken argumentiert, der unangekündigte Abschiebungen fordert und der alles ernstens Menschen kritisiert, die sich dafür einsetzen, dass Mitschüler und Nachbarn nicht abgeschoben werden. Meine Damen und Herren, ein solcher Innenminister vergiftet das gesellschaftliche Klima. Und deswegen finde ich Herrn de Maizière überhaupt nicht mehr tragbar als Bundesinnenminister. Die Große Koalition hat keine Mehrheit im Bundesrat. Deswegen wird es darauf ankommen, ob mindestens drei Länder, in denen die GRÜNEN mitregieren, zustimmen, wie bereits bei den letzten Asylrechtsverschärfungen leider. Ministerpräsident Kretschmann hat bereits Zustimmung signalisiert. Ich sage, es geht schon lange nicht mehr nur um Flüchtlinge. Es geht um die Substanz des Rechtsstaates. Koalitionsräson darf niemals so weit gehen, dass Grundrechte ausgehebelt werden. Das gilt für die SPD auf Bundesebene genauso wie für die hessischen GRÜNEN. Und deshalb fordern wir die GRÜNEN auf, im Bundesrat nicht zuzustimmen. Wer Fluchtrouten schließt und wer den Familiennachzug beschränkt, der nimmt in Kauf, dass noch mehr Frauen und Kinder auf unsichere Boote steigen, dass sie sich auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer machen und dass noch mehr Menschen ertrinken. Meine Damen und Herren, es waren die Aufnahmen des dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi, dessen lebloser Körper an die türkische Küste gespült wurde, die symbolhaft für die Unmenschlichkeit des europäischen Abschottungssystems stehen. Mittlerweile wird an den Grenzen auf Flüchtlinge geschossen. Und das kann doch nicht die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union sein, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, auch Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Wer sich an Kriegseinsätzen beteiligt, wer Waffen in alle Welt liefert, der darf sich nicht wundern, wenn Menschen auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben für sich und ihre Kinder ihre Heimatländer verlassen. Für uns gilt, wer vor Hunger flieht, hat genauso ein Recht auf Unversehrtheit wie jemand, der vor Bomben flieht. Auch Hunger ist Krieg, sagte Willy Brandt einst. Und deshalb
Die Antwort auf Fluchtbewegungen sind keine hohen Zäune. Es sind keine Asylrechtsverschärfungen, sondern friedliche Konfliktlösungen, ein Stopp von Waffenexporten und eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes spricht der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wenn mich jemand vor der Debatte gefragt hätte, wie ich erwarte, dass sie abläuft, dann hätte ich ungefähr das beschrieben, was jetzt stattgefunden hat. Zwei sehr zugespitzte Erklärungen auf der einen Seite von der FDP, bezogen auf den Punkt, dass es sozusagen ein System der Dauerenthaltung von Schwarz-Grün im Bundesrat gibt, und auf der anderen Seite eine Zuspitzung durch die Linkspartei, auf der anderen Seite mit Blick darauf, dass das Asylrecht geschliffen wird. Daneben zwei Regierungsfraktionen, die wechselseitig versuchen, in sachlicher Anerkennung der jeweils unterschiedlichen Sachpunkte ihre Position zu verdeutlichen. Das war die Aufstellung für diese Aktuelle Stunde. Ich habe am Dienstag und auch gestern in einer weiteren Fraktionssitzung zu diesem Tagesordnungspunkt in meiner Fraktion gesagt, ich ertrage es eigentlich nicht mehr, dass wir solche Debatten, wo es um substanzielle Punkte geht, in Aktuellen Stunden aufrufen mit Zuspitzungen, die dem Thema völlig unangemessen sind. Frau Wissler, Sie wissen, dass ich viele Ihrer Kritikpunkte teile. Dennoch will ich mir wenigstens eine Bemerkung erlauben. Ihr sogenanntes Abschottungssystem hat im letzten Jahr dazu geführt, dass die Bundesrepublik Deutschland knapp 1 Million Flüchtlinge aufgenommen hat und dass vielleicht bestimmte Zuspitzungen auch angesichts dessen, was wir im letzten Jahr gemeinsam und übrigens auch in den nächsten Jahren noch leisten werden, nicht angemessen ist angesichts eines Themas, das uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Damit will ich einige wenige Bemerkungen zur Sache selbst machen. Willy Brandt hat einmal den denkwürdigen Satz gesagt: Ich glaube nicht, dass diejenigen recht haben, die meinen, Politik bestehe darin, zwischen Schwarz und Weiß zu wählen. Man muss sich auch häufig zwischen den verschiedenen Schattierungen des Graus hindurchfinden. Und genau an einem solchen Punkt sind wir. Auch in meiner Partei gibt es erhebliche Zweifel und Ablehnung gegenüber der Konstruktion der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Die Änderung des Artikel 16 Absatz 3 Grundgesetz ist im Jahr 93, 94 in meiner Partei heftig diskutiert worden und von vielen abgelehnt worden. Viele in meiner heutigen Fraktion gehören wie ich zu denen, die damals alleine an diesem Punkt und nur an diesem Punkt ernsthaft über die Frage des Verlassens der Sozialdemokratischen Partei nachgedacht haben. Und dennoch haben wir uns damals für einen anderen Weg entschieden. Und es ist richtig, sich im Detail mit den Fragen auseinanderzusetzen, die jetzt auch den Bundesrat in einer weiteren Runde beschäftigen, weil das, was die Bundesregierung bisher vorgelegt hat, in dieser Form nicht trägt. Und deswegen haben wir in einer sehr umfangreichen Entschließung dazu heute Ihnen etwas vorgelegt, weil wir glauben, es ist wichtig festzuhalten, die Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten schränkt das individuelle Grundrecht auf Asyl nicht ein. Es drängt es nicht ein, und wir lassen nicht zu, dass der Eindruck erweckt wird, dass es anders wäre. Die sicheren Herkunftsstaaten lösen aber auf der anderen Seite kein substanzielles Problem im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Und natürlich ist es so, dass es einen immensen Konflikt gibt, insbesondere zwischen Schwarzen auf der einen Seite und Grünen auf der anderen Seite, mit, sage ich mal, munteren Debatten auch in unserem Bereich gibt, über die Frage, wie viel Abschottungs-, Abgrenzungs-, Ausgrenzungsinteresse gibt es bei der Ausweisung der sicheren Herkunftsstaaten und wie viel ernsthaftes Bemühen gibt es in der Frage einer modernen und vernünftigen und auch notwendigen Migrations- und Flüchtlingspolitik. Und ich will das offen sagen. Einer der beiden Schwachpunkte in diesen Prozessen ist hier mehrfach heute schon genannt worden. Das, was der Bundesinnenminister sich seit anderthalb Jahren erlaubt, geht auf keine Kuhhaut. Und ich sage, er ist überfordert mit der Aufgabe.
Und das gilt im Übrigen in ähnlicher Weise mit dem Leiter des Bundeskanzleramtes, Herrn Altmaier, der die Verhandlungen zur Rückführung von Flüchtlingen in den Maghreb-Staaten geführt hat. Und die Regelungen, die getroffen wurden, sind absurd. Sie sind absurd. Und deswegen werden wir nicht nur an dieser Stelle etliche sagen, und jetzt habe ich ein Problem, ich habe noch 14 Sekunden, und müsste sozusagen noch ganz viele inhaltliche Punkte auch aus unserem Antrag ansprechen. Da ich aber sicher bin, dass der Ministerpräsident überzieht, werden wir uns sicherlich gleich wiedersehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als Nächstes hat das Wort Frau Kollegin Öztürk. Sie wissen, Redezeit 2,5 Minuten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte auch versuchen, die einen oder anderen Punkte, die wir in dieser Debatte schon miteinander diskutiert haben, nicht zu wiederholen, aber festzuhalten, dass die grundsätzliche Kritik an der Struktur der sicheren Herkunftsländer die Mehrheit in diesem Haus ist, die es teilt, und nicht die Mehrheit sagt, dass die Kritik an den sicheren Herkunftsländern oder diese Konstruktion eine richtige sei. Das ist falsch, es bleibt falsch, und wir brauchen auch diese Konstruktion der sicheren Herkunftsländer nicht. Denn wir funktionieren hier in einem Rechtsstaat sehr gut mit den Vereinbarungen, wie wir sie bisher hatten. Der Punkt ist eher, dass man endlich die Verwaltungseinrichtungen damit mit ausreichendem Personal ausstatten muss, dass man BAMF mit ausreichendem Personal ausstatten muss, damit die in der Lage sind, die Asylanträge der Reihe nach ordnungsgemäß abzuarbeiten und nicht innerhalb einer Woche entscheiden müssen, ob jemand individuell wirklich verfolgt ist, ja oder nein. Da müssen wir doch einmal bei der Wahrheit bleiben. Und der zweite Punkt, worum geht es denn hier eigentlich? Es geht doch darum, dass die CDU oder ein Teil dieser Gesellschaft oder ihnen suggeriert wird, dass die Menschen, die aus diesen Ländern kommen, die wir jetzt als sicher einstufen wollen, dass ein Großteil von denen überhaupt nicht berechtigt sind, sondern sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sind und quasi das Asyl dazu nutzen, ausnutzen, um hier ein Bleiberecht zu erschleichen. Das ist doch das, was suggeriert wird und den meisten Leuten mehr oder weniger dargestellt wird als die eigentliche Fluchtmotivation. Ich teile diese Meinung nicht. Ich glaube schon, dass in unserem Rechtsstaat die Verwaltungsgerichte durchaus in der Lage sind, zu schauen, ob jemand wirklich verfolgt ist oder nicht. Ich glaube aber, dass mit dieser Symbolpolitik ein Teil der Gesellschaft beruhigt werden soll. Und das ist eben kurzfristig und kurzsichtig und nicht im Sinne einer humanitären, verantwortungsvollen Flüchtlingspolitik, meine Damen und Herren. Und wenn Sie wirklich das Problem lösen wollen, dann investieren Sie doch bitte Energie darin, wie man in diesen Ländern Ausbildungs- oder Bildungszentren eröffnet, anstatt Flüchtlingslager, die Gefängnissen ähneln. Sorgen Sie doch bitte dafür, dass legale Einwanderungswege durch ein Anwanderungsgesetz organisiert werden, und zwar nicht nur für Hochqualifizierte, sondern auch für Menschen, die einfach ganz normal hier ihr Glück probieren wollen. Und sorgen Sie dafür, dass ganz klare Vereinbarungen getroffen werden, ob man mit dem UNHCR Resettle-Programmen Leute hierher holen will, die Flüchtlinge sind, oder ob man beispielsweise mit Kontingentlösungen Menschen ganz legal aufnehmen will. Das ist eine Lösung, die ich interessant fände, und das kann man auch alles machen, ohne das Asylrecht auszuhöhlen. Und ich warne davor, wenn man jetzt meint, mit einem Gesetz, wo man bestimmte Gruppen rausholt und sagt, die sind unter einem besonderen Schutz, damit würde man eine Lösung finden. Das ist keine Lösung, weil wenn ein Land unsicher ist, ist es unsicher. Sie können auch nicht bestimmte Gruppen rausholen. Und ich warne auch davor, dass Sie die Länder mit zusätzlichen Zahlungsreizen ködern wollen. Mit Geld erkaufen Sie sich bitte diese Zustimmung nicht. Das ist nicht tragbar, meiner Meinung nach. Von daher stimmen Sie im Bundesrat im Juli gegen die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer. Das war im Balkan falsch, im Falle der Balkanländer falsch, und das ist im Falle der Maghreb-Staaten genauso falsch. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Für die Landesregierung hat sich der Ministerpräsident zu Wort gemeldet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich will Ihre Hoffnung nicht enttäuschen, aber ich versuche es trotzdem. Meine Damen und Herren, ich will jetzt bewusst mal anfangen mit einer Bemerkung von Frau Kollegin Öztürk. Ich weiß aus vielen persönlichen Gesprächen mit Ihnen, dass das ein Thema ist, das Sie wahrscheinlich mehr umtreibt als viele andere. Ich respektiere das. Und wenn Sie dann uns sagen, wir sollen keine Symbolpolitik machen, ja. Welche Politik sollen wir machen? Wir haben 65 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Wir haben im Süden Europas
sowohl entlang dem Mittelmeer als auch unterhalb der Sahara. Eine mehr als bedrückende Situation aus vielerlei Gründen. Und wenn wir ehrlich mit diesen Themen umgehen, dann wird es niemand geben, der sagt, das kann einen nicht berühren, das muss einen beschäftigen. Aber was ist unsere Antwort? Und die Antwort kann nicht sein, dann machen wir ein Kontingent. Wie groß denn? Wer soll denn kommen? Wer entscheidet denn? Wer soll denn aus Mali kommen? Wer soll denn aus Senegal kommen? Und Sie müssen zwei Dinge zusammenhalten. Wir müssen nach meiner festen Überzeugung, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel, so ein Thema in 5 Minuten Redezeit ist Unsinn, mit Verlaub. Man kann dann nur wirklich ganz wenige Punkte ansprechen. Ich halte für richtig und stelle das bewusst an den Anfang. Europa, aber nicht nur Europa, auch die Golfstaaten, auch Japan, auch China, die Vereinigten Staaten von Amerika sind alle gefordert, wenn es um die Frage geht, wie können wir Regionen helfen, wo Menschen in einer schwierigen Situation sind, damit sie in ihrer Heimat eine Zukunft haben, die lebenswert ist. Es kann doch im Ernsten niemand sagen, dass wir in Europa und in Deutschland diese große Herausforderung vernünftig für die Menschen wie für uns hier lösen können. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir schon ehrlich miteinander umgehen. Es geht nicht um Abschottungspolitik, es geht um die Frage, zwei Dinge zusammenzubringen. Im globalen System unsere humanitäre Verantwortung auch tatsächlich wahrzunehmen. Das tun wir in vielfältiger Weise. Aus Zeitgründen kann ich das nicht alles darstellen. Und zum anderen unsere große Verheißung, die wir in Artikel 16 im Grundgesetz haben, die es so nirgends gibt, die mit Leben zu erfüllen. Die beiden Dinge muss man zusammenbringen, meine Damen und Herren. Und dafür steht diese Landesregierung. Ganz klar, Herr Kollege Rentsch, die Landesregierung hat das Ziel, auch in dieser schwierigen Frage zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Übrigens nicht nur die Hessische Landesregierung. Das trifft fast alle. Und deshalb haben alle, das darf man ja nicht ganz vergessen, am Freitag vor 8 Tagen oder wann das war, gesagt, wir wollen das heute nicht aufrufen. Wir wollen schauen, dass wir eine Lösung finden, die am Ende zustimmungsfähig ist. Und um was geht es eigentlich? Das ist zum Teil angesprochen worden. Aber, meine Damen und Herren, niemand kann doch für vernünftig halten, dass aus Staaten, wo nicht aufgrund politischer Entscheidungen jemand gesagt hat, die sind sicher, sondern wo seit Jahren alle Verwaltungsgerichte im Asylverfahren zu dem Ergebnis kommen, wir haben zwischen 0 und maximal 3% Anerkennungsquoten. Das haben unabhängige Gerichte entschieden. Das sollten wir zur Kenntnis nehmen und akzeptieren. Wenn wir dann sagen, es macht keinen Sinn, wenn Menschen dort ihr letztes Geld irgendwelchen Schleppern anvertrauen, sich auf einen lebensgefährlichen Weg über dieses Mittelmeer machen und sie dann, wenn sie denn hierher kommen, aufgrund der gerichtlichen Entscheidungen hier kein Aufenthaltsrecht haben, dann ist es doch nicht vernünftig, wenn man dieser Situation einfach zuschaut, sondern muss man überlegen, wie kann man vernünftig diese Situation verändern und verbessern, meine Damen und Herren. Es muss darum gehen, auch und gerade diesen Staaten ein Signal zu geben. Ja, das ist richtig. Und wenn hier über den Westbalkan gesprochen wurde, meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr, im ersten Halbjahr 2015, kamen über die Hälfte aller, die nach Deutschland Asyl begehrten, aus Westbalkan. Nachdem wir beschlossen haben, das sind sichere Herkunftsstaaten, ist das fast auf Null zurückgegangen. Aber vielleicht weiß es der eine oder andere nicht. Auch nachdem wir das beschlossen haben, haben die Gerichte in Einzelfällen anerkannt, Menschen, die aus dem Westbalkan kamen. Das darf man in der Debatte nicht unterschlagen. Und für diese Situation ist das Institut der sicheren Herkunftsländer geschaffen worden. Sie haben es erwähnt, 1993. Und jetzt will ich, auch wenn ich die Zeit überziehe, aber einmal muss man es wenigstens sagen. Eines der großen Missverständnisse ist das Thema sichere Herkunftsländer. Ich habe nie, in welcher Verantwortung auch immer, und auch die, die es beschlossen haben, damals, CDU, CSU und SPD, ich meine auch FDP, bin mir nicht sicher,
Wir haben das nie so verstanden im Sinne einer absoluten Sicherheit, nach dem Motto, es kann dort überhaupt keine Verfolgung sein. Das wäre doch töricht. Das kann niemand für kein Land sagen. Deshalb ist das Anknüpfen sicheres Herkunftsland absolut 100% sicher falsch. Es geht darum, dass aufgrund langjähriger Rechtsprechung man weiß, dass Asylrecht fast nicht anerkannt wird, bis auf einen verschwindenden Prozentsatz. Wenn das so ist, dann lässt es eine Prärogative zu, das heißt eine Einschätzung, dass man in diesen Fällen ein schnelleres Verfahren machen kann, nicht das Asylrecht abschafft, ein schnelleres Verfahren und eine gesetzliche Vermutung, dass der, der von dort kommt, keinen begründeten Anspruch hat. Das ist der Kern. Derjenige, der Asyl begehrt, behält das Asylverfahren, und er hat die Chance, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Das ist der Kern dessen, worum es geht. Eine Vermutung, relativ sicher, deshalb schnelleres Verfahren, deshalb gesetzliche Vermutung, die aber widerlegt werden kann. Und genau darum geht es, meine Damen und Herren. Ich habe das immer vertreten, vertrete es auch heute. Und ich weiß, dass insbesondere unsere grünen Partner nicht erst seit heute, sondern seit vielen Jahren damit erhebliche Probleme haben. Es geht ihnen im Kern um die Frage, wie können wir sicherstellen, dass besonders das, was wir jetzt im neuen Deutsch vulnerable Gruppen nennen, also teilweise ist es ja beschrieben worden, dass wir Menschen, die in einem Land, in das Millionen Touristen auch aus Deutschland hinfahren und Urlaub machen, trotzdem verfolgt werden und dass wir die nicht aufgrund schnellen Verfahrens durch den Rost fallen lassen. Da geht es z.B. um Homosexuelle. Da geht es um Opfer von sexueller Gewalt. Da geht es aber auch um die Frage kritischer Journalisten und anderes mehr. Und jetzt geht es darum, und darum ringen wir, dass wir eine Lösung finden, die auf der einen Seite das Signal an diese Länder vernünftigerweise aufrechterhält, zum anderen und damit vermeidet, dass jemand für sich selbst alles falsch macht, sein ganzes Hab und Gut aufgibt und dann doch nicht bleiben kann. Zum Zweiten, wir aber dann auch die Kapazität haben, und das brauchen wir doch, dass wir für diejenigen, die hier Aufenthalt bekommen, all unsere Kraft einsetzen können. Und ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, das kann gelingen. Daran arbeite ich mit anderen, und ich hoffe sehr, dass wir zu einer Lösung kommen, die dann auch zustimmungsfähig ist. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, ich verzichte wirklich auf viele Punkte, die auch in dem Antrag der Sozialdemokratie genannt sind. Da geht es ja einmal querbeet. Da ist vieles drin. Da können wir uns verständigen. Über manches müsste man tiefer reden. Aber das kann man in einer solchen Situation nicht. Denn es bedarf bei einem Thema, das doch wie kein zweites nicht nur die deutsche Bevölkerung beschäftigt. Heute ist die Abstimmung in Großbritannien, ob sie aus der EU austreten oder nicht. Und was ist bei denen das große Thema? Das große Thema ist Zuwanderung. Das große Thema ist genau das, was uns auch beschäftigt. Das sozusagen im Schweinsgalopp der dritten oder vierten Aktuellen Stunde, das ist unmöglich, und deshalb will ich der Versuchung nicht erliegen. Ich will aber Ihnen, Herr Kollege Rentsch, noch ein paar Infos geben. Es trifft nicht zu, was Sie gesagt haben, dass es auf die hessischen Stimmen ankommt. Wenn wir zustimmen, würden aber auch keine Mehrheit. Kollege Boddenberg hat auf Rheinland-Pfalz schon hingewiesen. Könnten Sie ja vielleicht einmal dafür sorgen, dass die zustimmen. Aber das würde auch noch nicht reichen. Wir brauchen noch ein weiteres Land. Und das sind dann sämtlich rot-grün regierte Länder. Und ich will schon sagen, sehr deutlich, dass dieses Thema bei aller Leidenschaft wir versuchen sollten, das gelingt uns ja häufig hier, nicht im kleinsten Karo zu verhandeln. Deshalb, Herr Kollege, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, es ist jetzt Mode, auf den Bundesinnenminister einzudreschen. Das halte ich für nicht in Ordnung. Ich habe oft genug
Sie wissen es doch aus Ihren Berliner Begegnungen. Ich gehöre ja nicht zu denen, der nicht deutlich sagt, was er von der Bundesregierung erwartet und was BAMF angeht und andere Dinge mehr. Wenn wir über die Frage der Rückführung reden, die in der Tat bedrückend ist, die ist aber nicht völlig neu. Ich habe 11,5 Jahre das verantwortet und weiß, wie schwierig Rückführungen sind. Das ist nicht wirklich neu. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn man gemeinsam in Berlin Verantwortung trägt. Und ich gehe davon aus, das ist ja immer noch so. Es ist immer noch so. Sich hierher zu stellen und zu sagen, der de Maizière ist schuld, der muss mit denen verhandeln. Meine Damen und Herren, wir haben einen Bundesaußenminister, Frank-Walter Steinmeier, den ich persönlich sehr schätze. Der ist als Außenminister mindestens so gefordert wie der Innenminister, wenn es um die Verhandlungen geht, meine Damen und Herren. Und deshalb bei einer so schwierigen Frage, die die Menschen doch bewegt, die sie aufrührt, sollten wir versuchen, das beieinander zu halten, was uns verbindet. Es gibt auch Dinge, wo wir unterschiedlicher Position sind. Aber wenn wir schon gemeinsam Regierungsverantwortung in Deutschland tragen, dann finde ich, sollten wir es auch gemeinsam schultern, denn die Abkommen sind von der Bundesregierung und nicht von Herrn de Maizière verabschiedet worden, meine Damen und Herren. Zum Schluss zwei Bemerkungen. Frau Wissler, die Position der LINKEN ist unverantwortlich. Aber sie ist auch nicht nur unverantwortlich, sie ist auch verlogen. Ich sage das mit Bewusstsein. Ihre Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Sarah Wagenknecht, lässt keinen Tag vergehen, wo sie nicht praktisch identisch die gleichen Parolen wörtlich loslässt wie Frau Gepetri. Wer so etwas tut, muss hier im Hessischen Landtag uns nicht bewähren. Und Herr Kollege Rentsch, ich stehe zu meiner Haltung. Aber blasen Sie es nicht auf zur mangelnden Handlungsfähigkeit der Landesregierung. Ich könnte Ihnen jetzt einmal vorlesen, was wir zwei mit unterschrieben haben, die Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP für die 18. Wahlperiode. Da steht drin, dass wir, wenn wir uns nicht einig werden, am Ende im Bundesrat uns enthalten. Das ist überall so, das mag man bedauern, aber das ist nichts Außergewöhnliches. Ich verstehe Ihr Bemühen, hier einmal vorzukommen, aber meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung ist handlungsfähig, das erleben Sie jeden Tag. Wir sind nicht nur handlungsfähig, wir sind auch erfolgreich. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, bei diesem Thema ist es uns besser gelungen, als in anderen Parlamenten die wesentlichen Dinge beieinander zu halten. Wir haben ein beispielhaftes Programm aufgelegt. Viele Menschen in Hessen sind unermüdlich dabei, dieses mit Leben zu erfüllen, viel Gutes zu tun, Menschen, die Sorgen haben, diese Sorgen ernst zu nehmen und sie zu entkräften. Das heißt nicht über die Probleme hinwegreden. Aber es ist schon so, und ich sage es auch heute wieder, dieses Land kann stolz sein, was uns gelungen ist in der Aufnahme. Und wenn wir vernünftig sind, versuchen wir nicht, um den Millimetervorteil einer aktuellen Stundendebatte die Gemeinsamkeit hinter das sich zurückzutreten, damit man mal einen kurzen Vorteil hat. Ich plädiere dafür, lassen Sie uns in der Sache vernünftig sprechen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber verzichten wir auf die vermeintlichen Glockenschläge eines Publikums, das wir am liebsten alle hier nicht sitzen haben wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Nach den Regeln unserer Geschäftsordnung sind aufgrund der Rede des Ministerpräsidenten jeder Fraktion 10 Minuten weitere Redezeit zugewachsen. Frau Kollegin, ja,
kann nur daran erinnern, § 32 Absatz 7 der Geschäftsordnung lautet, überschreiten die Mitglieder der Landesregierung oder ihre Beauftragten die Redezeit der Fraktionen, verlängert sich die Redezeit für jede Fraktion um die Dauer der Überschreitung. Es waren 15 Minuten, die vereinbarte Redezeit 5, also ergeben sich 10 Minuten Verlängerung für jede Fraktion. Für Frau Kollegin Öztürke im Übrigen bedeutet das die Hälfte, also 5 Minuten Verlängerung, wenn wir das entsprechend anwenden. Aus den Fraktionen ist die Bitte an mich herangetragen worden, abweichend von der Regelung der Geschäftsordnung zuzulassen, dass die gleichen Redner auf Wunsch auch in der zweiten Runde können. Wenn das einvernehmlich ist, können wir so verfahren. Erste Wortmeldung in dieser zweiten Runde, Herr Kollege Rentsch für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vertreter der Landesregierung diskutieren, ob das notwendig ist. Ich glaube, diese Debatte ist notwendig. Und, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, lassen Sie mich mal auf das eingehen, als Erstes, was Sie gesagt haben. Ich hätte mir gewünscht, die Debatte wäre heute nicht notwendig gewesen, weil der Bundesrat letzten Freitag entschieden hätte. Aber nachdem der Bundesrat nicht entschieden hat, war es für unsere Fraktion die einzige Möglichkeit, dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen, weil die Setzpunkte bis letzten Dienstag abgegeben sein müssen. Und ich sage einmal, das sollten die Kollegen, die die Geschäftsordnung kennen, wissen. Und jetzt sage ich einmal an die Kollegen der Union und an den hessischen Ministerpräsidenten, lieber Kollege und Ministerpräsident Bouffier, ich hätte mich gefreut, wenn das Land Hessen, vertreten durch Sie oder einen Ihrer Minister, am Dienstag eine Regierungserklärung abgehalten hätte über die Frage, wie Hessen eigentlich in diesem Land steht. Aber da Sie ja mit den letzten Regierungserklärungen mit Sicherheit wichtige Themen ergriffen haben, aber die wahren, wirklichen Themen, die die Menschen bewegen, nicht hier in diesem Landtag aufgreifen, dürfen wir es uns doch schon erlauben, als Opposition die wichtigen Themen, die die Menschen hier oben auf der Tribüne interessieren, in diesen Landtag zu treiben und zu bringen. Also, ich glaube, das kann doch nicht ernsthaft ein Vorwurf gewesen sein, sondern sollte eher aus unserer gemeinsamen Sicht richtig sein. Und wenn das Kreiskrankenhaus in Lindenfels wichtig ist, dann darf auch die Frage der Flüchtlingspolitik hier im Hessischen Landtag eine Rolle spielen. Kollege Wagner, ich möchte auf Sie eingehen, weil ich finde, auch die Art, wie wir diskutieren, ist eine richtige. Wir streiten in der Sache. Und wir wissen, dass beim Thema Flüchtlingspolitik, ich bin an vielen Stellen der Meinung des Ministerpräsidenten, dass wir aber hier ein schwieriges Feld haben. Und Sie haben aus meiner Sicht recht bei der Frage, dass das Instrument der sicheren Herkunftsländer mit Sicherheit kein Allheilmittel ist. Es ist auch eine Antwort auf ein, ich will nicht sagen Staatsversagen, aber auf eine nicht gut organisierte Struktur des Bundes, verantwortet durch den Bundesinnenminister, bei der Frage Ausstattung des BAMF und anderen, dass wir jetzt zu diesem Instrument greifen müssen. Aber jetzt frage ich einmal an die GRÜNEN in diesem Landtag, warum haben dann die GRÜNEN im September des letzten Jahres bei der Frage Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf Albanien und Kosovo zugestimmt, Herr Kollege Wagner? Das ist widersprüchlich. Entweder Sie lehnen das Instrument in Gänze ab. Dafür kann man Gründe finden. Das will ich nicht bestreiten. Aber zu sagen, in der einen Frage ist es in Ordnung, in der anderen Frage ist es nicht in Ordnung, meine Damen und Herren, das ist widersprüchlich. Dritter Punkt. Ich will ihn vermischen mit einer Aussage, die Kollege Boddenberg am Ende seiner Rede getroffen hat. Kollege Boddenberg hat wieder einmal, ich fand, wir sind uns in der Sache, glaube ich, näher, als das vielleicht die Debatte in dieser Frage hergibt. Zum Schluss gesagt, unterliegen wir, ich sage es jetzt einmal, wie ich es in Erinnerung habe, unterliegen wir nicht dem Fehler, solche Sachen hier zu diskutieren im Hessischen Landtag, weil sie sind nur sozusagen Öl in das Feuer derjenigen, die dieses Thema missbrauchen. Wir reden von der AfD. Herr Kollege Boddenberg, ich glaube, dass die Einschätzung Ihrer Person im Umgang mit diesen Themen genau das die Energie ist, die die AfD braucht in ihren Verschwörungstheorien, um weiter zu wachsen. Und da können Sie gerne mit der Hand wippen. Ich habe ja, bin ja nicht seit gestern in diesem Landtag, sondern mittlerweile im 13. Jahr, und ich kenne auch noch eine andere CDU. Ich weiß, was eine CDU in den vergangenen Jahren hier zum Thema gemacht hat, in welcher Art und Weise. Und, Herr Kollege Boddenberg, wenn es einen Ort gibt, wo Themen angesprochen gehören, und wenn es einen Ort gibt, wo Menschen, die Menschen, die in diesem Land leben, auch Unterschiede feststellen sollen, dann ist es das Parlament, und es sind nicht geschlossene Hinterzimmer, wo wenige für viele verhandeln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das kann definitiv nicht der richtige Weg sein.
Und jetzt kommen wir, Herr Ministerpräsident, zu dem Thema, wo ich Sie kritisiere. Und das ist ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Und den haben Sie auch mit Ihrer an vielen Stimmen zustimmungsfähigen Rede aus unserer Sicht nicht wegwischen können. Wir haben am 4. Februar dieses Jahres eine Debatte in diesem Landtag gehabt über die Frage, wo steht Hessen bei dieser Frage. Wir haben das ja nicht zum ersten Mal auf die Tagesordnung gebracht. Es ist das wiederholte Male, dass wir über dieses Thema reden wollen, weil wir es für ein wichtiges Thema halten und weil wir, Kollege Boddenberg, die Frage der Bundesratszustimmungen, Herr Ministerpräsident, natürlich wissen, was im Koalitionsvertrag steht, eine Regel, die auch zwischen CDU und Freien Demokraten beinhaltet war, nur dass bei uns die Frage der Enthaltung und damit der sozusagen Nein-Stimme im Bundesrat die Ausnahme war und sie mittlerweile in Ihrer Regierung die Regel ist. Ja, das ist nun mal leider so. Ich habe die Zahlen auf dem Tisch liegen. Macht doch keinen Sinn, drum herum zu reden. Am 4. Februar haben wir diese Debatte geführt. Ich habe hier das Redeprotokoll der Kollegin Wallmann, der geschätzten Kollegin Wallmann, vorliegen. Die Kollegin Wallmann sagt in dieser Debatte, ich zitiere, es liegt noch kein Gesetzentwurf vor. Wir werden da selbstverständlich Rücksicht auf unseren Koalitionspartner nehmen. In einer vertrauensvollen Koalition ist das so. Es ist selbstverständlich, dass wir als Koalition uns die Begründung ausführlich anschauen werden und das dann da miteinander beraten. Sie können ganz sicher sein, wir werden immer kluge Entscheidungen treffen. Vielen Dank. Da bin ich jetzt unterschiedlicher Auffassung, dass Sie immer kluge Entscheidungen treffen. Aber, Frau Kollegin Wallmann, am 5. Februar ist dieser Gesetzentwurf eingegangen. Und wir haben heute, wenn ich mich recht erinnere, den wievielten Juni? Den, vielen Dank. Wir sind Ende Juni. Was ist seit Februar bis heute passiert? Was ist denn verhandelt worden? Was haben Sie denn in dieser Zeit gemacht? Ich will nicht bestreiten, dass da Landtagswahlen dazwischen kamen. Aber wenn wir es für ein wichtiges Thema halten, und da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, dann müssen Sie den Menschen auch erklären, was Sie bis Ende Juni bei dieser Frage gemacht haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, wir haben uns das Thema heute nicht ausgedacht, weil wir nicht wissen, worüber wir reden, sondern wir haben es hier auf die Tagesordnung gebracht, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die sicheren Herkunftsländer ein Mosaikstein bei der Frage eines vernünftigen Umgangs mit der Flüchtlingspolitik sind. Und zum Zweiten, wir mit den Gesprächen mit den Menschen in diesem Land das Gefühl haben, dass die wissen wollen, wie ihr Land steht, dass die wissen wollen, was der hessische Ministerpräsident und seine Regierung im Bundesrat vertritt und dass sie nicht wollen, dass das nur in kleinen Hinterzimmern besprochen wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Und deshalb, ich freue mich zum Abschluss, wenn wir diese Debatte demnächst gerne nach einer Regierungserklärung hier führen werden. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Es gibt ja genug Möglichkeiten. Die Landesregierung hat ja jeden Dienstag bei einer Plenardebatte die Möglichkeit, eine Regierungserklärung zu halten. Oder sie nutzt diese Möglichkeit jeden Dienstag. Sie kann sie sogar noch häufiger machen. Wir würden uns freuen, Herr Kollege Al-Wazir, ich würde mich freuen, Sie würden uns nicht nur mit den Themen, die Sie für wichtig halten, beschäftigen, um über den Dienstag zu kommen, sondern vielleicht auch die Themen hier auf die Tagesordnung setzen, die die Menschen im Land wirklich beschäftigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Bevor ich Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel als Nächsten das Wort gebe, freue ich mich, dass ich Herrn Kollegen, den ehemaligen Landtagskollegen, Herrn Herr begrüßen kann auf der Zuschauertribüne. Schön, dass Sie da sind. Und nun bitte sehr, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank für die Überziehung der Redezeit, weil es uns die Möglichkeit gibt, in der zweiten Runde noch einmal den einen oder anderen Punkt klarzustellen. Ich habe mich ja bedankt, es war alles gut. Dennoch will ich gerne ein paar Bemerkungen auch kritisch reflektieren. Ich will beginnen mit den beiden, sage ich mal, in unserem politischen Klein-Klein oder in diesem Parlament Klein-Klein, aber es gehört dann eben auch dazu, an den Anfang zu stellen, damit ich danach ordentlich zum Inhalt noch einmal kommen kann. Wenn Sie hier davon sprechen, ich würde das kleine Karo aufrufen, wenn ich mich am Bundesinnenminister abarbeite, was ich in der Tat mit zwei Sätzen getan habe, befinde ich mich in der Tat in Gesellschaft mit vielen anderen. Aber der Punkt ist schlicht und einfach, diese Kritik ist nicht so ganz neu, und sie ist in seinem Fall nun dezidiert nicht unbegründet. Ich erinnere beispielsweise daran, dass im Frühjahr letzten Jahres die Ministerpräsidenten einmütig beschlossen hatten, die notwendige Personalausstattung beim BAMF, damals noch auf der Grundlage von sehr viel geringeren Schätzungen, sofort und massiv nach oben zu führen. Und es ist nichts passiert.
Herr Bouffier, es ist nichts Entscheidendes passiert, weil im Herbst des letzten Jahres haben Sie gemeinsam mit 15 anderen Kolleginnen und Kollegen in der Ministerpräsidentenkonferenz erneut den Bundesinnenminister aufgefordert, endlich die Beschlüsse aus dem Frühjahr umzusetzen. Und deswegen, ich kann den nicht außen vor lassen, weil er nun einmal derjenige ist, der zuständig ist, unter anderem für das BAMF, was der zentrale Engpass in der Bearbeitung der Asylverfahren ist. Der zweite Punkt ist, auch da hilft ein Blick in die Geschäftsverteilung der Bundesregierung. Die Federführung für die Aushandlung von solchen Abkommen, der Rückführung, die liegen im Bundesinnenministerium im Verbund mit dem Bundeskanzleramt. Deswegen sind auch de Maizière und Altmaier gemeinsam in die Maghreb-Staaten gefahren, um genau dieses zu verhandeln, mit einem Ergebnis, das, und Sie wissen das besser als ich, mit Verlaub nicht tragfähig ist für das, was wir an Rückführungsthemen haben nach abgeschlossenen Verfahren. Wenn wir die derzeitigen Regeln anwenden für Rückführung bei denen, die hier sind, werden wir einige Jahre brauchen, um das am Ende hinzukriegen. Das hat, wie gesagt, mit der Frage der sicheren Herkunftsstaaten gar nichts zu tun, weil die haben faktisch keine Auswirkungen auf die jetzigen Verfahren, sondern es hat einen anderen Punkt, auf den komme ich gleich noch. Und deswegen, ich kann es nicht zulassen, dass das Unvermögen, und ich nenne es so, des Bundesinnenministers an dieser Stelle mit in die Betrachtung einbezogen wird, weil dort ist eine Schwachstelle in all den Verfahren und Prozessen. Zweiter Punkt. Ich teile ausdrücklich Ihre Bemerkung zu Frau Wagenknecht. Und trotzdem ermahne ich uns wechselseitig auch zu ein bisschen Demut. Danke, das Stichwort steht auf meinem Zettel, Kollegin Wissler. Ich hätte es nämlich jetzt genau aufgerufen, weil es gibt die Kollegen Sarrazin, es gibt den Kollegen Gauland, oder den bezeichne ich jetzt nicht als Kollegen, Herrn Hohmann, Herrn Kappel, Herrn Irmer, die alle immer wieder mal auffallen durch Bemerkungen, die völlig daneben sind. Das Problem der Auseinandersetzung, na ja, über die Frage könnte man jetzt intensiver diskutieren, wie man die Bemerkungen von Frau Wagenknecht einzuordnen. Mir geht es um etwas anderes. Die Grenzverletzungen, wenn es um die Frage von Abschottung, Abgrenzung, Ausgrenzung geht, fangen viel früher an, als wenn wir nur über Rechtspopulisten reden. Abgrenzung und Ausgrenzung fängt in der Mitte der Gesellschaft an. Und davon ist keine politische Kraft in diesem Land nicht betroffen. Damit komme ich zur zentralen inhaltlichen Bemerkung mit dem Blick nach vorne. Wir haben in unserem Antrag ausdrücklich geschrieben, dass die Ausweitung der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten auch im Kern ein symbolischer Akt ist. Und eben ist zu Recht die Einstufung der Westbalkanstaaten hier zum Thema gemacht worden. An der Stelle will ich es ausdrücklich korrigieren. Weil für die Westbalkanstaaten war die Frage der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten kein symbolischer Akt. Der Ministerpräsident und andere haben zu Recht darauf hingewiesen. Die Flüchtlingszahlen aus diesen Ländern sind drastisch gesunken. Sie sind drastisch gesunken, weil sich in den Ländern auch vermittelt hat, dass die Anerkennung nach Artikel 16 Grundgesetz nahezu aussichtslos ist und dass, wenn am Ende es zu Abschiebungen kommt, sogar Wiedereinreisesperren verhängt werden und die Menschen nicht zurückkommen können. Das hat im Übrigen teilweise dramatische individuelle Folgen. Ich habe gestern den halben Tag damit verbracht, mit Blick auf einen kosovarischen Jungen, der zu einer OP anstand, der die Zusage eines Krankenhauses aus NRW hat, dass er operiert wird, auch weil es keine Möglichkeiten gibt, nach allgemeiner Einschätzung im Kosovo ihn zu operieren, ihn hier zu behalten, was mit der Ausländerbehörde nicht verhandlungsfähig war. Man hat am Ende eine Vereinbarung hinbekommen, im konkreten Fall, dass die Familie heute in Anführungszeichen freiwillig ausreist, damit sie möglicherweise in einigen Wochen für die OP zurückkehren kann nach Deutschland. Und insofern ist es an dieser Stelle kein symbolischer Akt, sondern er hat eine reale Wirkung, eine, die mit Blick auf mein Zitat von Willy Brandt und die Frage, was wir erreichen wollen, ausdrücklich auch gewollt war, nämlich Flüchtlingszahlen aus diesen Ländern zurückzuführen. Und deswegen haben wir ganz am Ende, und das ist der entscheidende Punkt, an dem sich die Union so schwer tut, hier wie in Berlin
Ich glaube, das müssen Sie endlich lösen in Ihren Reihen. Die Antwort auf diese Form von Migration, nicht nur aus dem Westbalkan, sondern auch im Wesentlichen in Teilen aus dem Maghreb, ist ein Einwanderungsgesetz, das Arbeitsmigration zulässt und ermöglicht, nach klaren Regeln. Das ist bitter notwendig. Das hat natürlich auch etwas mit der Flüchtlingsdebatte zu tun, weil es dabei um die Entlastung von Asylverfahren geht, weil viele derer, die gekommen sind, über Artikel 16a im Asylrecht im Kern nichts zu suchen haben, die aber sehr wohl ihre Hoffnung, ihre persönliche individuelle Hoffnung damit verbinden, eine Chance auf ein bisschen mehr Sicherheit, soziale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit, auf einen Job zu bekommen über die Möglichkeit der legalen Zuwanderung. Wir haben das jetzt mit einer Hilfskrücke in Berlin geregelt für Teile des Westbalkans, weil wir das jetzt über die Arbeitsverordnungen klären, wie die Leute kommen können. Aber sich redlich zu machen auf der Unionsseite, dass wir die Frage des Einwanderungsgesetzes im Übrigen dann auch mit einer politischen Debatte darüber, wie viel Zuwanderung wollen wir, welche Zuwanderung wollen wir, das wird übrigens noch einmal schwierige Debatten geben, aber an der Stelle muss endlich etwas passieren, dieser Teil der Redlichkeit in der Flüchtlings- und Migrationspolitik, da müssen Sie als Union insgesamt erst noch hinkommen. Sie tun sich damit entschieden zu schwer, aber es ist ein Teil der Lösung der Fragen, die wir haben. Und damit will ich zum Schluss kommen. Und ich will ausdrücklich dann am Ende dann doch der FDP für diese Aktuelle Stunde danken und einschließlich der Ausführung von Kollegen Rentsch am Beginn der zweiten Runde. Genau das wäre richtig gewesen. Statt einer Regierungserklärung, über deren Defizite ja auch am Dienstag intensiv geredet wurde, wäre es richtig gewesen, dass die Landesregierung eine Regierungserklärung zu dieser in der Tat die Menschen beschäftigende, nicht einfache, aber für die Frage der weiteren Entwicklung nicht ganz unwichtigen Debatte hier zum Thema macht. Ich habe übrigens gar kein Problem damit, wenn dann Regierungen in einer Regierungserklärung hier vorne sagen, wir sind da noch nicht entschieden, weil es da Debatten gibt, weil es unterschiedliche Gesichtspunkte gibt, die einzuführen sind. Aber ich sage Ihnen, diese Form von staatsautoritärer Politiksteuerung, dass sozusagen Ihre Konflikte nur noch in der Regierung in geschlossenen Zirkel verhandelt werden, dass es keinen Debattenraum mehr im öffentlichen Bereich gibt, wo doch die Debatte ansonsten im öffentlichen Raum stattfindet und dieser Raum hier ausdrücklich ausgenommen wird, das halte ich für einen Fehler und für eine Schwächung unserer demokratischen und politischen Kultur. Seien Sie mutig an der Stelle. Und das sage ich, obwohl ich weiß, dass, wenn Sie solche Debatten hier so führen, am Ende die Standpunkte der Opposition wahrscheinlich noch schwieriger zu transportieren sind. Aber ich glaube, mit Blick auf das Gesamte wäre das ein echter Fortschritt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als Nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Kollegin Öztürk. Bitte, ich erinnere daran, 5 Minuten haben Sie. Sehr verehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, ich möchte Sie ausdrücklich direkt ansprechen, weil Sie mich auch in der Debatte angesprochen haben. Ja, das Thema bewegt mich und berührt mich ganz besonders, weil ich glaube, dass wir in Zukunft in Deutschland als eine vielfältige Gesellschaft, als eine Gesellschaft mit unterschiedlichen Ethnien, religiösen Zugehörigkeiten, politischen Orientierungen, sexuellen Orientierungen friedlich miteinander leben müssen und auch leben wollen. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir in den Debatten, wie wir sie heute führen, nicht Personen pauschal unter den Verdacht stellen, dass sie in dieser Gesellschaft nach Deutschland kommen, weil sie Deutschland aushöhlen wollen, weil sie Deutschland schaden wollen oder weil sie den Rechtsstaat Deutschland in ihrem Interesse ausnutzen wollen. Und genau das wird eben den Menschen unterstellt, die aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern zu uns kommen, dass sie nämlich eigentlich gar kein Recht haben. Und wenn sie kommen, ist es nur, weil sie unsere gut funktionierende Rechtsstaatlichkeit und den Sozialstaat ausnutzen wollen. Und das ist, finde ich, ein falsches Signal, meine Damen und Herren. Und ich glaube auch, wenn Sie damit argumentieren, Herr Ministerpräsident, dass 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind, suggerieren Sie ja damit, dass diese 65 Millionen Menschen auf dem Weg hierher nach Deutschland sind.
Und genau damit schüren Sie ja die Ängste bei den Menschen, die irritiert sind und nicht wissen, was sie mit der aktuellen Unsicherheit machen wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch in dieser Debatte uns darüber im Klaren sind, wie denn die Diskussion in den letzten 20 Jahren gelaufen ist. In den letzten 20 Jahren wurde doch schon öfter von Menschenrechtsorganisationen, von internationalen Einrichtungen, von den Vereinten Nationen angemahnt, dass die Zahl der Menschen, die auf der Flucht sind, in den nächsten Jahren steigen werden und dass wir uns in Europa, speziell auch in Deutschland, Gedanken darüber machen müssen, wie wir mit diesen Flüchtlingen umgehen wollen. Und unsere Antwort darauf war das Dublin-Verfahren. Es war schon früh klar, das Dublin-Verfahren funktioniert nicht. Das heißt, wenn ein Flüchtling nicht vom Himmel fällt, hat er gar keine Möglichkeit, legal zu uns zu kommen. Deswegen hat man ja in den letzten Jahren schon alleine das Dublin-Verfahren kritisiert. Es ist ja auch von vielen Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, Pro Asyl, Amnesty International, kritisiert worden, dass im aktuellen Asylrecht, wenn Sie darauf ansprechen, dass die Anerkennungsquote sehr gering ist in manchen Ländern, dann hat das ja einen Grund. Und dieser Grund ist ja, dass nicht nur die Menschen unberechtigt hier hingekommen sind, sondern dass wir Kriterien wie geschlechterspezifische Verfolgung oder geschlechtsorientierte sexuelle Orientierungsgrund als Verfolgung oder eben auch die freie Meinungsäußerung als Verfolgungsgrund gar nicht in unserem Asylrecht etabliert haben. Und deswegen hat man doch in den letzten Jahren immer gesagt, wir müssen das Asylrecht und die Kriterien erweitern. Was wir stattdessen machen, ist, dass wir es verschärfen. Und das ist eine Kritik, die Sie sich schon anhören müssen, weil Sie, Herr Ministerpräsident Bouffier, schon in diesem Geschäft ein alter Hase sind. Sie waren lange Jahre als Innenminister tätig und kennen die Einzelfälle, wo es nämlich eine schwierige Entscheidungssituation war, und wissen ganz genau, dass damit, weil wir unser Gesetz so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, viele Schicksale durch das Raster durchfallen. Und wenn Sie von der Rückführung sprechen oder von Rückführungsvereinbarungen sprechen, müssen wir ja auch das noch einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir z.B. mit so Ländern wie Syrien noch ganz lange ein Rückführungsabkommen hatten und obwohl es in diesen Ländern schon längst instabil war, wir Menschen dahin abgeschoben haben. Deswegen warne ich davor, vor diesen Rückführungsabkommen mit Ländern wie eben auch der Türkei oder wie den Maghreb-Ländern, die diese Menschen nicht nach internationalen Menschenrechtsstandards aufnehmen, sondern in ihren Ländern sind sie weiter Repressalien ausgesetzt. Stattdessen, und wenn auch z.B. Abschiebungen nicht stattfinden, wird hier ständig suggeriert, als ob der Rechtsstaat in Deutschland versagen würde und Menschen, die zurückzuführen sind, nicht zurückgeführt werden würden. Auch das ist Quatsch, muss ich leider so salopp sagen. Denn es gibt immer, wenn Menschen, auch wenn sie im Asylrecht nicht anerkannt sind, zielstaatbezogene Abschiebehindernisse. Und auch das haben wir gemeinsam immer im Petitionsausschuss oder in der Härtefallkommission miteinander ausbaldowert. Warum, auch wenn einer nach dem Asylrecht kein Bleiberecht hat, trotzdem nicht abgeschoben wird, weil internationales Recht oder europäisches Recht sagt, es ist nicht zumutbar, diese Menschen in dieses Zielland abzuschieben, weil sie einer besonderen Härte ausgesetzt sind. Das kann man nicht alles von der Hand wischen. Das sind alles rechtsstaatliche Kriterien, die wir ja miteinander austarieren. Und jetzt in das gleiche Horn zu blasen und so zu tun, als ob die Menschen, die eigentlich abgeschoben werden müssten, nicht abgeschoben werden, weil hier die Politik versage, damit fördert man genau Menschen wie die der AfD oder die AfD wählen. Und davor warne ich, meine Damen und Herren. Von daher bleibe ich noch einmal dabei. Es ist auch verlogen, wenn man auf der einen Seite in Deutschland gegen die Scharia den Kampf ausruft, was ich richtig finde, dann aber auch keine Skrupel davor hat, Frauen oder Menschen in Maghreb-Staaten abzuschieben, die auch teilweise die Scharia in ihrer Verfassung haben. Und von daher, Kollegin Öztürk, Sie müssen dringend zum Ende kommen. Wir müssen uns ganz genau darüber Gedanken machen, wenn wir glaubwürdig bleiben wollen. Ist das mit den sicheren Herkunftsländern als Konstrukt ein Fehler? Gehen Sie dahin, definieren Sie Länder, die unsicher sind, damit von diesen Ländern die Asylverfahren schneller verarbeitet werden und beschlossen werden. Alles andere ist ein Trugschluss. Kommen Sie bitte zur Vernunft zurück und machen Sie eine Politik, mit der alle Menschen in Deutschland auch leben können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Als nächstes spricht Frau Abg. Wissler, DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde, in der Debatte ist es doch etwas widersprüchlich, wie argumentiert wird zwischen dem einen Teil der Großen Koalition in Berlin und dem anderen Teil der Großen Koalition in Berlin. Ich finde, man muss sich schon einmal entscheiden,
Man muss sich schon einmal entscheiden, wie man jetzt argumentiert. Also, entweder die Ausweitung, entweder die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsländer bringt in der Praxis überhaupt nichts, weil trotzdem eine individuelle Prüfung erfolgt und weil damit das Grundrecht auf Asyl eben nicht beschnitten wird. Das hat Herr Schäfer-Gümbel argumentiert, dass das eben mitnichten eine Einschränkung ist. Da frage ich mich dann, warum machen wir das überhaupt? Warum wollen Sie das dann überhaupt durchsetzen, wenn es doch gar nichts bringt? Auf der anderen Seite wurde ja von dem anderen Teil der Großen Koalition aus Großkoalition argumentiert, dass es eben doch etwas bewirkt und dass Menschen eben doch weniger Schutz und dass Menschen eben doch weniger Schutz bekommen. Dann allerdings würden wir von einer Aushöhlung des Asylrechts sprechen, das die SPD jetzt gerade verneint hat. Und ich finde jetzt schon, also zu argumentieren, grundsätzlich gelten diese Staaten als sicher. Und im Zweifelsfall müssen dann die Menschen aus diesen Staaten in irgendeiner Form, das hat der Ministerpräsident ja auch gesagt, widerlegen, dass sie in diesen Staaten sicher sind. Dann frage ich mich, wie soll denn bitte ein Flüchtling das machen? Ein Flüchtling, der hierher geflüchtet ist, der keinen Rechtsschutz hat, wie soll denn dieser Mensch nachvollziehbar beweisen können, dass er beispielsweise Folterungen ausgesetzt ist oder war. Wie soll jemand das beweisen können, wenn es allenfalls Zeugenaussagen gibt, auf die er sich beziehen kann, wenn es natürlich nicht irgendwie amtlich dokumentiert ist? Sie bürden Flüchtlingen, die Menschen, die wir schützen müssen, eine solche Bürde auf mit dieser Beweislast, dass es völlig unverantwortlich ist, meine Damen und Herren. Und ich habe ja aus Berichten zitiert. Ich habe hier aus Berichten zitiert, und das ist genau das Problem, dass es offensichtlich bei der Bundesregierung überhaupt nicht darum geht, wie die tatsächliche Situation im Land ist, wenn ein Land sicheres Herkunftsland wird. Und das Kosovo ist doch das beste Beispiel dafür. Erst verlängert man den Bundeswehreinsatz im Kosovo, und dann erklärt man es zum sicheren Herkunftsland. Also, ich meine, man muss sich doch wenigstens entscheiden, was von beidem man dann tut. Und ich finde, wenn man sich anschaut, wie beispielsweise die Bundesverteidigungsministerin aussieht und wie geschützt sie ist, wenn sie in Kosovo fährt, dann frage ich mich, ob so ein sicheres Herkunftsland aussieht, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir noch einmal zu den Ländern in Nordafrika, zu den Maghreb-Ländern. Willy van Ooyen und ich, wir waren letztes Jahr auf einer Reise in Nordafrika und auf Sizilien, weil wir uns anschauen wollten, wie die Flüchtlingssituation dort vor Ort ist. Weil wir reden viel über die Westbalkanroute, das ist wichtig, aber die tödlichste Route über das Mittelmeer ist nach wie vor die Route zwischen Nordafrika und Spanien bzw. Nordafrika und Italien. Und wir haben gesprochen dort mit dem Bürgermeister von Palermo. Und der Bürgermeister von Palermo hat uns erzählt, dass er in der Gemeindevertretung hat eine Tafel anbringen lassen. Und auf dieser Tafel vermerkt sind alle Menschen, die tot an Land gespült wurden, die im Mittelmeer ertrunken sind. Und auf dieser Tafel befinden sich mittlerweile 23.000 Namen. 23.000. Und das sind nur die Hälfte, wo die Namen dabei stehen, weil bei der anderen Hälfte die Identität nicht mehr zu ermitteln gewesen ist. Und das sind 23.000 Menschen, die sich vor Not, vor Hunger, vor Elend, vor Unterdrückung, vor Krieg auf den Weg gemacht haben und versucht haben, in der Hoffnung auf ein besseres Leben für sich, für ihre Familien, für ihre Kinder, die sie auf den Weg gemacht haben und die im Mittelmeer ertrunken sind. Und weil Herr Thorst Schäfer-Gümbel mich eben gefragt hat und das kritisiert hat, diesen Begriff der Abschottung, den ich gewählt habe, als ich gesagt habe, dass das EU-Regime ein Regime der Abschottung ist. Ich will das erklären. Wenn in Italien Fischer die Ertrinkende aus dem Wasser retten, wegen Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt werden, dann ist das menschenverachtend, dann ist das zynisch, und dann gehört das eben genau zu dieser Abschottungspolitik der Europäischen Union. Wenn ein Programm, wenn ein Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum eingestellt wird, das 9 Millionen Euro im Monat gekostet hat, 9 Millionen Euro. Ein Seerettungsprogramm, das Zehntausende Menschen gerettet hat aus dem Wasser, und das wird eingestellt, nicht nur aus Kostengründen, sondern, und da bin ich wieder beim Bundesinnenminister, der Bundesinnenminister hat gesagt, Mare Nostrum war als Nothilfe gedacht und hat sich als Brücke nach Europa erwiesen. Wie zynisch ist das, den Menschen die Brücke zu nehmen, wenn die Alternative ist, dass noch mehr Menschen im Mittelmeer trinken? Das ist zynisch.
Und zu dieser Abschottung gehört eben auch, wenn eine Bundesregierung schmutzige Deals mit Leuten wie Erdogan macht und wegschaut, wenn dort Menschenrechtsverletzungen passieren, damit jemand wie Erdogan eben die Grenzen hochzieht und dafür sorgt, dass nicht mehr Flüchtlinge eben bis nach Deutschland kommen. Und diese Deals hat man noch nicht nur mit Erdogan gemacht. Die hat man mit Gaddafi damals gemacht, die Europäische Union. Diese Deals hat man gemacht, die macht man jetzt mit dem nordafrikanischen Regime. Ich meine, das ist ja die eine Geschichte, ist ja, dass man jetzt sagt, Marokko ist ein sicheres Herkunftsland. Die andere Seite der Medaille ist, dass der Innenminister nach Marokko fährt und denen auch noch politische Zugeständnisse verspricht, wenn sie die Flüchtlinge zurücknehmen. Das ist doch die Politik, die Sie machen. Damit verschlimmern Sie doch die Situation in diesen Ländern. Die Bundesregierung hat Anteil daran, dass die Situation in diesen Ländern noch schlimmer wird, statt die oppositionellen Kräfte dort zu stärken. Wir können ja einmal über die Westsahara sprechen, Herr Boddenberg. Willi von Ooyen und ich, wir waren in Nordafrika, und wir haben uns mit Menschenrechtsorganisationen getroffen. Und da haben uns Menschenrechtsorganisationen gesagt, dass dieser Aufbruch, den es gab, den arabischen Frühling, den tunesischen Frühling, dass dieser Aufbruch versandet ist. Sie haben wörtlich gesagt, der tunesische Frühling ist in Lampedusa geendet. Und Sie haben gesagt, dass für viele junge Menschen in den Maghreb-Staaten es zwei Perspektiven in ihrem Leben gibt, zwei Möglichkeiten, auf die sie ihre Hoffnung setzen. Das eine ist Europa, das andere ist der IS. Es gibt unglaublich viele Menschen, junge Menschen aus diesen Ländern, die sich dem IS anschließen. Das sind nicht alles überzeugte islamistische Fundamentalisten, sondern zum Teil machen sie es einfach auch, weil die eine ganze Menge Geld bezahlen dafür. Das heißt also, die Perspektivlosigkeit in diesen Ländern ist so groß, die Perspektiven für junge Menschen quasi nicht vorhanden. Und deswegen ist doch die Frage, wie kann man dagegen vorgehen? Und da muss man doch erstens dafür sorgen, dass man die Regierungen nicht noch stärkt, dadurch, dass man sie als sichere Herkunftsstaaten anerkennt. Dafür muss man in dem Moment, wo man einer Regierung attestiert, dass es ein sicheres Herkunftsland ist, glaube ich, und das ist nicht alleine meine Position, sondern genau davor warnt ja auch Amnesty International, davor warnen auch die Kirchen. Genau die warnen davor, dass man solche Menschenrechtsverletzungen quasi legitimiert, statt sie anzugreifen und deutlich zu machen, dass man das nicht akzeptiert. Und deswegen finde ich die Unterstellung, die Menschen seien in diesen Ländern doch pauschal sicher, und wenn nicht, sollen sie das Gegenteil beweisen, finde ich einfach völlig unverantwortlich. Die Kollegin Öztürk hat bereits hingewiesen darauf, dass die Verschärfung des Asylrechts eben auch bedeutet hat, dass wir so etwas wie ein Dublin-System haben, dass wir die Situation haben, dass Menschen überhaupt nicht mehr auf normalem Wege nach Deutschland kommen können und hier einen Asylantrag stellen, sondern sie kommen, egal wie sie hierher kommen, über den Landweg kommen sie über ein sicheres Drittstaat. Das heißt also über einen sicheren Drittstaat und müssen dort ihren Asylantrag stellen. Und ich finde, Herr Ministerpräsident, das finde ich auch in der Tat unverantwortlich. Sie stellen sich hier hin und reden von 60 Millionen Flüchtlingen, als seien die alle auf dem Weg hierher. Aber Sie sagen natürlich nicht, dass von den 60 Millionen Flüchtlingen 40 Millionen Binnenflüchtlinge sind, die überhaupt nicht einmal ihr Land verlassen. Sie sagen nicht, dass die Länder, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen auf dieser Welt, die Türkei, Pakistan, Libanon, Äthiopien, Iran, Jordanien sind, und dass Deutschland als einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt einen winzigen Bruchteil der Flüchtlinge aufnimmt, die diese Menschen aufnehmen. Das sagen Sie nicht. Und deswegen, um zum Schluss zu kommen, Herr Ministerpräsident, ich weise die Angriffe auf DIE LINKE, die Sie hier eben vorgetragen haben, entschieden zurück. Sarah Wagenknecht hat jeder Asylrechtsverschärfung im Deutschen Bundestag hat sie abgelehnt. Sie hat dagegen gestimmt. Und sie unterstützt die Initiative Aufstehen gegen Rassismus, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Ministerpräsident. Weil wenn es darum geht, gegen Rassismus aufzustehen, bleibt die CDU ja bekanntermaßen meistens sitzen. Und die CDU ist ist ja nur, Sie sagen, es ist verlogen, was wir argumentieren. Verlogen finde ich, es in einer solchen Debatte einfach einmal zu verschweigen, dass ja die hessische CDU quasi das Geburtsnest der AfD gewesen ist, mit den ganzen Gaulands und Hohmanns und Hemzals und wie sie alle heißen. Und deswegen, Herr Ministerpräsident, solange Sie einen Rechtsradikalen in Ihrer eigenen Fraktion sitzen haben, solange Frau Steinbach unwidersprochen rechte Parolen verbreiten kann, verbitte ich mir jede Belehrung von Ihnen und jedem anderen Mitglied der Hessen-CDU in dieser Frage. Vielen Dank. Frau Kollegin Wissler, ich stelle fest, dass Sie hier einen Kollegen im Hause als Rechtsradikalen bezeichnet haben. Das halte ich für das.
Das halte ich nicht für zulässig. Ich halte das für unparlamentarisch und weise Sie in aller Form darauf hin. Als Nächstes hat das Wort Herr Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben mit dieser zweiten Runde Gelegenheit bekommen, das Thema vertiefend zu erörtern. Viele Kollegen haben davon auch Gebrauch gemacht und tatsächlich die Sachfragen vertieft. Andere haben davon nicht so sehr Gebrauch gemacht, was gerade die letzten Ausführungen jetzt mit dem Thema Flüchtlinge zu tun gehabt haben. Da kann man sich mit Sicherheit fragen. Und manche Ausführungen, glaube ich, waren auch nicht der Komplexität und der Schwierigkeit des Themas völlig gerecht. Ich würde uns allen empfehlen, lassen wir das doch einfach mal weg, uns gegenseitig vorzuhalten, dass wir in einem komplizierten Thema alle Fragen haben und es keine leichten Antworten gibt und es natürlich Abstimmungen innerhalb von Regierungen bedarf, sei das die Bundesregierung, sei das die Landesregierung, und dass es natürlich Abstimmungsprozesse innerhalb der Parteien bedarf und dass es natürlich Abstimmungen zwischen den Parteien bedarf. Wollen wir uns das ernsthaft in so einer Frage vorhalten? Wollen wir ernsthaft diese Frage schwarz-weiß führen? Wollen wir ernsthaft auch diese Frage zum Gegenstand der Parteipolitik machen? Oder, meine Damen und Herren, wollen wir an der sehr, sehr guten Tradition dieses Hessischen Landtages festhalten, die Flüchtlingsfrage nicht zur parteipolitischen Frage zu machen, meine Damen und Herren? Und deshalb will ich über den Kern reden, über den Kern, um den es geht. Und im Kern geht es um zwei Fragestellungen. Die eine Fragestellung ist, wie können die, die unseren Schutz brauchen, egal aus welchem Land sie kommen, egal welchen Status dieses Land hat, tatsächlich ihr im Grundgesetz verankertes Recht auf Asyl wahrnehmen. Wie können wir das im Verfahren sicherstellen? Weil das muss doch das Ziel von uns allen sein, dass diejenigen, die an Leib und Leben bedroht sind, dass die bei uns Schutz finden. Das ist doch das Anliegen von uns allen. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist, wie gehen wir in den Verfahren mit den Menschen um, die zu uns kommen, auch aus berechtigten Gründen, aber am Ende kein Anrecht auf Asyl haben. Und da sagen viele, die Verfahren müssen wir beschleunigen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Kraft, unser Engagement dieses Landes auf diejenigen konzentrieren können, die unsere Hilfe bedürfen und diejenigen, die unser Land wieder verlassen müssen, mit schnellen Verfahren bearbeiten. Das sind doch die beiden Pole der Debatte. Und ich finde, beide Pole sind berechtigt, weil diese Pole werden ja nicht nur hier im Hessischen Landtag diskutiert, sie werden auch in der Gesellschaft diskutiert und sie werden kontrovers diskutiert. Und wir sollten vielleicht einfach mal aufhören, den Vertretern des einen Pols oder des anderen Pols die moralische Integrität abzusprechen, sondern den Kern der Argumente zu betrachten und zu schauen, ob man diese beiden Pole nicht zusammenbringen kann. Das weiß ich eben nicht, ob man das nicht zusammenbringen kann. Ich weiß nicht, ob man eine Vermittlung zwischen diesen beiden Polen bringen kann. Vielen Dank, Herr Kollege Roth, für den Hinweis darauf. Aber wir meinen, glaube ich, inhaltlich dasselbe. Kann es nicht ein Verfahren geben, das gewährleistet, dass die, die Schutz bedürfen, auch diesen Schutz bekommen und wir gleichzeitig schnelle Verfahren haben in Deutschland? Das ist der Kern der Debatte. Und das ist auch der Grund gewesen, warum die Ministerpräsidenten gesagt haben, lasst uns über diese Frage reden und lasst uns vertiefend schauen, ob es da eine Lösung gibt.
Und das macht doch einfach Sinn. Und dann muss man mal ins Detail einsteigen der Debatte. Und dann muss man sich die Regelungen mal anschauen, statt parteipolitische Schaufensterreden zu führen. Was sind denn die drei Elemente des Asylverfahrens? Und wie lange dauern sie? Und wo haben wir Gelegenheiten, Verfahren zu verkürzen, ohne den Rechtsschutz für die wirklich Schutzbedürftigen einzuschränken? Der erste Teil des Asylverfahrens in Deutschland ist das Verfahren vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also die eigentliche, bitte? Ist das Verfahren vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und ja, Herr Kollege Rock, diese Verfahren dauern sehr lange. Hier haben wir Möglichkeiten, ohne die Rechte der Schutzbedürftigen zu beschränken, zu Beschleunigungen zu kommen. Der zweite Teil ist der Rechtsschutz nach einer Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Und da sind wir im Kern der Regelungen der sicheren Herkunftsstaaten, die viele in unserer Gesellschaft und auch wir GRÜNE als schwierig ansehen, dass der Rechtsschutz gegen eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge extrem verkürzt wird und damit die Sorge verbunden ist, können diejenigen, die doch ein Anrecht auf Schutz haben, ihren Rechten tatsächlich Rechnung tragen. Darüber kann man doch reden. Darüber kann man doch, da kann man doch Lösungen finden, wie man diesen Schutz verbessert. Nur man muss sich halt endlich einmal mit der Sache beschäftigen und nicht mit den Symboldebatten. Und meine Damen und Herren, der dritte Teil, der die Dauer der Verfahren bestimmt, ist dann die Frage bei denjenigen, die kein Anrecht auf Schutz bei uns haben, wie schnell die unser Land wieder verlassen müssen und verlassen können. Und, meine Damen und Herren, das ist einer der Teile, der am längsten dauert. Der hat aber auch nichts mit dem Rechtsschutz derjenigen zu tun, die Anrecht auf Asyl bei uns haben. Also, ich fasse einmal zusammen. Die zwei Bereiche, die real am längsten dauern, nämlich die Bearbeitung des Verfahrens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Teil, wie müssen Ausreisepflichtige, die kein Anrecht auf Schutz haben, unser Land verlassen, das sind die Teile, die am längsten dauern. Und dann macht es doch vielleicht Sinn, sich mit diesen Teilen zu beschäftigen, statt das Augenmerk auf die Teile zu richten, die den Rechtsschutz für diejenigen beschränken, die eventuell bei uns Schutz haben. Das kann man doch. Herr Kollege Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rentsch? Das macht doch einfach Sinn, meine Damen und Herren. Herr Kollege Wagner, man kann ja Ihrer Position in dieser Frage folgen. Ich finde sie stringent, aber eine Frage habe ich dazu. Sind Sie nicht auch der Auffassung, dass die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat ein Signal auch an die Länder und an die Menschen geben würde, erst den Weg gar nicht auf sich zu nehmen, die möglicherweise das Asylrecht in dieser Frage nicht erfüllen? Und die 1% Anerkennungsquote gibt ja einen Indiz dafür. Ja, Herr Kollege Rentsch, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Die Erfahrungen, die gemacht wurden, wenn ein Land als sicheres Herkunftsland eingestuft wurde, sprechen eine deutliche Sprache, dass sich dann weniger Menschen auf den Weg gemacht haben. Aber, Herr Kollege Rentsch, es erhöht eben auch die Gefahr, dass Menschen, die Schutz bedürfen, diesen Schutz nicht bekommen. Und das ist wieder der Kern der Debatte. Und könnten wir dieses Signal an Länder nicht auch anders geben, sich nicht auf den Weg zu machen, dass sich Menschen, die kein Anrecht auf Asyl haben, sich nicht auf den Weg machen? Und ich glaube, da könnte uns etwas einfallen. Ich traue uns das wirklich zu, dass wir hier eine bessere Lösung finden. Und Herr Kollege Rentsch, weil Sie uns vorhin gefragt haben, warum haben wir der Ausweitung in 2015 zugestimmt und sagen jetzt bei der Ausweitung, lasst uns schauen, ob wir nicht eine bessere Lösung finden. Ich darf übrigens ergänzen, dass wir bei der Ausweitung 2014 ebenfalls nicht dafür waren. Also, um es zusammenzufassen, 2014 haben wir gesagt, nein, das geht nicht. 2015 haben wir gesagt, ja, das geht. Und jetzt sind wir in der Debatte, wie wir eine gute Lösung finden. Und das ist eine stringente Position, Herr Kollege Rentsch, weil wir uns immer mit der Sache beschäftigt haben, weil wir uns immer angeschaut haben, wie ist die Situation für die Flüchtlinge. Können wir in den Verhandlungen zwischen Bundestag und Bundesrat etwas für die Flüchtlinge erreichen, weil es uns um die Sache ging, weil wir immer gesprächsbereit waren in der Frage und nicht auf die Dogmen gesetzt haben. Und da kamen wir zu dem Ergebnis 2014, geht das nicht. Das stand für unsere
Wahrnehmung keine hinreichende Verbesserung für die Flüchtlinge am Ende der Gespräche zwischen Bundestag und Bundesrat. Und 2015 haben wir gesagt, ja, das ist möglich, unter anderem deshalb, weil wir erstmals einen legalen Zuwanderungsweg für die Menschen aus den Westbalkanstaaten verankern konnten. Und da haben wir gesagt, ja, das Paket stimmt. Und jetzt sind wir vor der Situation, das ist das eigentliche Problem, dass gar niemand bislang reden wollte über diese Fragen. Und dann ist es doch auch eine stringente Position, wenn man gar nicht in eine Verhandlungsposition kommt, dass man dann sagt, wir tun alles dafür, dass endlich sachgerecht über dieses Thema geredet wird, meine Damen und Herren. Also, wenn wir uns auch Kollege Wagner, auch 10 Minuten sind einmal zu Ende. Wenn wir uns auf die Sache konzentrieren, glaube ich, ist es alle Mühe wert, eine Lösung zu finden, die den wirklich Schutzbedürftigen in unserem Land Schutz gewährt und gleichzeitig die Verfahren für diejenigen beschleunigt, die in unserem Land kein Anrecht auf Asyl haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Als nächstes der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Kollege Boddenberg, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will und wollte eigentlich Frau Öztürk und Frau Wissler gemeinsam in einer Richtung ansprechen. Aber Frau Wissler lasse ich nach dieser unverschämten Bemerkung in Richtung eines Mitglieds der CDU-Fraktion außen vor in dieser Debatte. Frau Öztürk, zu Ihnen will ich nur so viel sagen. Ich glaube, alle hier im Hause nehmen Ihnen die Betroffenheit und Ihr Engagement seit vielen Jahren nicht nur ab, sondern ich glaube, ausnahmslos sagen zu dürfen, dass alle hier im Hause vieles von dem teilen, was Sie beschreiben, an Unrecht beschreiben in unterschiedlichsten Regionen und Ländern dieser Welt, auch und gerade in der Türkei. Aber ich habe Ihnen, glaube ich, zu einer Zeit, als Sie noch der GRÜNEN-Fraktion angehörten, mal, wir haben auch mehrfach miteinander gesprochen, über diese Fragen auch gesprochen, gesagt, was ich Ihnen übel nehme, das darf ich einfach mal hier auch vielleicht sagen, ist, dass Sie mir hin und wieder das Gefühl vermitteln, als sei es uns egal, die wir eine andere Politik als Konsequenz für uns entschieden haben, was mit den Menschen passiert, sei es im Mittelmeer, in der Ägäis oder sonst wo auf der Welt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde, das haben Sie nicht gesagt, aber ich finde, das sollten wir uns wechselseitig nicht absprechen. Und wenn es um die Frage geht, wie viele Tausend Menschen im Mittelmeer ertrunken sind, geht es doch nicht um die Frage, dass hier eine Seite im demokratischen Parteienspektrum ist, die das ignoriert, sondern es geht doch schlichtweg um die Frage, wie verhindern wir möglichst oft, am besten immer, dass Menschen auf dem Weg in das für sie vermeintliche Paradies Europa oder Deutschland ums Leben kommen. Und da bitte schön darf es doch unterschiedliche Auffassungen geben in dieser zentralen Frage, nämlich schaffen wir Anreize, das apostrophiere ich, in verschiedenste Regionen dieser Welt, dass sich noch mehr auf den Weg machen, oder muss es nicht unsere absolute Priorität sein, den Menschen dort vor Ort zu helfen? Und da kann ich zugegebenermaßen nicht ganz nachvollziehen, wie man kritisieren kann, wenn die Bundesregierung sich beispielsweise im Zusammenhang mit diesen aktuellen Fragen mit einer Regierung in Marokko, mit einer Regierung in Tunesien und in Algerien über die Frage verständigt und auch aktiv wird, diesen Ländern bei ihren strukturellen Problemen zu helfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß, dass man Probleme auf dieser Welt nicht wegkaufen kann. Das diskutieren wir immer wieder in der Entwicklungshilfepolitik. Aber ich glaube, es gehört doch auch zur Wahrheit dazu. Und da komme ich noch einmal zum Ausgang dieser großen Herausforderung, jedenfalls der Dimension dieser Herausforderung Anfang des Jahres 2015. Dass es am Ende zunächst einmal das schlichte fehlende Geld war, das Menschen zu Hunderttausenden dazu veranlasst hat, die Region, aus der sie kamen, die Nachbarländer Syriens zu verlassen. Und ich bin wirklich bis heute der Meinung, dass wir alle hin und wieder uns daran erinnern sollten. Ich jedenfalls erinnere mich an meine Situation damals, dass ich das alles irgendwie zwar registriert habe, als übliche schlimme Nachrichten, die man abends im Fernsehen saß, aber aufgeschrien habe ich auch nicht. Im Januar, Februar 2015, als das UN-Flüchtlingswerk die monatlichen Zuwendungen für einen Flüchtling in einem jordanischen Flüchtlingslager von 27 € pro Monat auf 14 € halbiert hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist die ursprüngliche Veranlassung für viele gewesen, zu sagen, jetzt reicht es und jetzt gehe ich einen anderen Weg.
Und deswegen reden wir auch über Geld. Und deswegen reden wir auch über Geld. Aber wir reden nicht darüber, und diese Frage haben Sie bis heute nicht beantwortet, die LINKEN ja auch nicht, außer Sarah Wagenknecht, die sagt, es können nicht alle kommen, wortwörtlich Sarah Wagenknecht. Sie haben die Frage aber immer noch nicht beantwortet, wie viele können denn kommen? Und da geht es mir gar nicht um Obergrenzen. Da geht es mir schlichtweg um die Frage, wenn wir weiter wirklich helfen wollen, müssen wir dafür Mehrheiten in unserem Land haben, und für diese Mehrheiten müssen wir werben. Und deswegen, finde ich, können wir alles weglassen, was Vorwürfe anbelangt, wenn mal jemand einigermaßen kantig formuliert. Und da bin ich sehr bei dem, was Matthias Wagner gesagt hat. Nein, so weit ist es noch nicht. Die Vornamen teilen wir nicht, nur den gemeinsamen Koalitionsvertrag. Was Matthias Wagner gesagt hat. Ja, es ist aller Mühen wert, auch noch ein paar Wochen daran zu arbeiten, dass wir in dieser einen konkreten Frage irgendwie zueinander finden. Und zur FDP, lieber Florian Rentsch, würde ich nur so viel sagen. Wir haben seit Jahren eigentlich für mich so einer der wahrnehmbaren Initialzündungen für eine Stimmung in unserem Land, über die wir gerade sehr viel reden, war Stuttgart 21, eine Stimmung in unserem Land, die uns alle Sorgen machen muss. Nämlich, dass sich da so eine Kluft entwickelt hat, nach Auffassung vieler dieser Menschen, die in Stuttgart auf der Straße waren, an anderen Stellen auf der Straße waren, wenn sie gegen irgendein Infrastrukturprojekt oder irgendeine große Frage der Politik auf die Straße ging, artikuliert hat in dem Sinne, die da oben, wir hier unten. Und lieber Florian Rentsch, da kommt es mir schon darauf an, dass wir sehr sorgsam auch mit Worten umgehen. Und in einer Zeit, in der jeden Tag weiter über Lügenpresse gesprochen wird, in der unsere Medienlandschaft, der ich nach wie vor attestiere, dass sie eine herausragende positive Rolle in unserer Demokratie und in unserem Rechtsstaat spielt, pauschal diskreditiert wird, und in dem dann Termini in Richtung Politik fallen, wie Hinterzimmerpolitik usw., so da bin ich schon bei diesem einen Wort Hinterzimmer sehr, 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 sehr vorsichtig, Herr Kollege Rentsch. Weil das genau das ist, was diese Vorurteile bedient. Politik wird nicht in Hinterzimmern gemacht. Aber Verhandlungen zwischen 16 Ländern, darauf hat auch Matthias Wagner zu Recht hingewiesen, die sind nicht ganz so einfach. Und die kann man nicht alle curam publico in allen Parlamenten dieser Welt führen. Da muss man auch mal, um einen Schritt voranzukommen, das wissen Sie, lieber Herr Kollege Rentsch, genauso gut wie ich, genauso gut wie ich. Da braucht man auch mal verschlossene Türen, damit sich die eine und die andere Seite bewegen kann, um am Ende zu einem Kompromiss zu finden. 16 Landesregierungen mit mittlerweile 6 oder 7 unterschiedlichen Mehrheitsstrukturen sind nicht mehr so ganz einfach unter einen Hut zu bringen. Ja, ich will ja nur die unterschiedlichen Konstellationen, die wir haben, dort mal benennen. Meine lieben Damen und Herren, wer das einmal erlebt hat, wie das Räderwerk am Ende wieder zusammengefügt ist, der hat es schon manchmal schwer gehabt, als wir ähnliche Mehrheiten im Landtag in Wiesbaden und in der Bundesregierung hatten. Aber der hat, wenn man jetzt die Mehrheitsverhältnisse anschaut, wirklich das Gefühl, das ist fast ein Wunder, dass das häufig dann immer noch so schnell geht. Aber in dieser Frage verstehe ich, dass es länger dauert. Und deswegen bitte ich da um Verständnis. Und hören Sie auf, damit so zu tun, als sei das so außergewöhnlich. Ich habe es eben schon einmal gesagt, es ist nicht außergewöhnlich, dass man dafür für solche schwierigen Fragen auch einmal Zeit braucht. Und ich will einen letzten Punkt sagen, Herr Schäfer-Gümbel, weil Sie es angesprochen haben. Ja, Sie können ja weiter den Bundesinnenminister kritisieren. Das tun wir hin und wieder auch. Sie werden lachen, aber wir kritisieren auch andere Mitglieder der Bundesregierung. Und manchmal sogar im schlimmsten Fall kritisieren wir mal Mitglieder der Hessischen Landesregierung. Das gehört auch zum politischen Geschäft dazu. Na ja, also, lieber Herr Schäfer-Gümbel, irgendwo glaube ich, dass wir alle zunächst einmal als Parlamentarier einen gemeinsamen Auftrag haben. Aber was ich nicht ganz in Ordnung finde, ist, ich komme zurück zu Herrn de Maizière, ja, der auch einmal die eine oder andere Bemerkung hatte, die man als verunglückt bezeichnen kann. Aber was ich nicht so ganz redlich und in Ordnung finde, ist, Sie haben es festgemacht, unter anderem an der BAMF. Und dann wäre es eigentlich auch redlich und in Ordnung gewesen, wenn Sie gesagt hätten, da gibt es einen Innenminister, der ist zuständig, das ist richtig. Aber was die Frage anbelangt, wie viele Menschen kriegen wir dort in Arbeit, damit die schneller werden in der Frage der Bearbeitung der Anträge? Die ist politisch entschieden, auch und gerade vom Innenminister sehr klar und präzise und konkret in Zahlen belegt worden. Aber dass wir heute die Situation haben, dass in allererster Linie die Personalräte dieses Hauses verhindern, dass die Personalaufstockung auch stattfinden kann, das gehört bitte schön auch dazu. Deswegen wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir beide und andere Vertreter der Sozialdemokratie gemeinsam
diesen Menschen sagen, jetzt macht er mal bitte eine 5 gerade. Wir brauchen dieses Personal aufgestockt von 3.000 auf 6.500 Leute, und zwar schneller, als ihr es zurzeit in den Verfahren, in den üblichen Spielen zwischen Arbeitgebern und Personalräten zulässt. Das wäre ein Beitrag zur Sache und wäre ein bisschen, wie ich finde, mehr Fairness gegenüber dem Innenminister, der ansonsten einen guten, schwierigen Job hat, aber auch einen guten Job macht. Das ist meine Auffassung, die müssen Sie allerdings nicht teilen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Wie vereinbart, rufe ich auf die nächsten 4 Tagesordnungspunkte, die verschiedenen Anträge zur Abstimmung ohne Aussprache. Zunächst Tagesordnungspunkt 74, das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD betreffend individuelles Grundrecht auf Asyl und sichere Herkunftsstaaten, Drucksache 19/3514. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD. Gegenstimmen? Das ist die Fraktion der CDU, die Fraktion der... Was? Moment, da waren ein paar Hände oben, es tut mir leid. Also, Gegenstimmen ist die Fraktion der LINKEN, Enthaltungen die Fraktionen von CDU, GRÜNEN und Freien Demokraten. Damit ist der Antrag so beschlossen. Frau Öztürk hat auch dagegen gestimmt. Enthalten? Enthalten, bitte. Dann stelle ich fest, dass so entschieden ist. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 75, Dringlicher Entschließungsantrag CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend Abstimmung im Bundesrat über sichere Herkunftsstaaten, Drucksache 19/3516. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? Fraktionen LINKE und FDP. Enthaltung? Fraktion und Frau Öztürk. Bitte um Entschuldigung, Enthaltung der Fraktion der Sozialdemokraten. Damit ist dieser Antrag beschlossen mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Freien Demokraten, der Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk bei Enthaltung der SPD-Fraktion. Tagesordnungspunkt 76, Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Erweiterung sicherer Herkunftsstaaten im Bundesrat zustimmen. Drucksache 19/3517. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Gegenstimmen? Das sind die 4 anderen Fraktionen und Frau Kollegin Öztürk. Ich hoffe, dass ich niemanden übersehen habe. Es ist so, also keine Enthaltungen. Ich frage vorsichtshalber nein. Dann ist dieser Antrag abgelehnt mit bei Zustimmung der Fraktionen der Freien Demokraten und Ablehnung durch die restlichen Fraktionen. Und wir kommen zuletzt zum Tagesordnungspunkt 79, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE und der Abg. Öztürk betreffend Erweiterung sicherer Herkunftsstaaten im Bundesrat nicht zustimmen, Drucksache 19/3521. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Frau Kollegin Öztürk und die Fraktion der LINKEN. Gegenstimmen? Die restlichen Fraktionen des Hauses, also auch hier vorsichtshalber keine Enthaltungen. So ist es. Also ist dieser Antrag abgelehnt bei Zustimmung der Antragsteller, nämlich der Abg. Öztürk und der Fraktion DIE LINKE, gegen die Stimmen aller anderen Fraktionen. Meine Damen und Herren, die Geschäftsführer haben vereinbart, jetzt an dieser Stelle in die Mittagspause einzutreten. Das heißt, wir setzen dann in einer Stunde fort mit dem Setzpunkt der Freien Demokraten. Ich unterbreche die Sitzung bis 14.45 Uhr.